So, was ist? Auf was warten wir? Gehen wir aus. Auf die Einspielung warten wir. Was für Einspielung? Die Einspielung. Was hast du denn mitgenommen? Wieso soll ich eine Einspielung? Ja. Ach du Scheiße. Du hast gesagt, du bist heute im Tonstudio, du triffst heute den Wolfgang Pampel, die sind ganz schön vom Harrison Ford und vom Gia Ewing, fragst ihn, ob er uns das draufspricht, du bringst die CD mit. Ich vergessen. Du bist ein... Voll vergessen. Ich war dort im Tonstudio, aber der Harrison war schon fort. Was soll ich machen? Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Geh mal... Meine Hosentüttel ist offen. Entschuldige. Geh mal raus. Aber das ist doch kein Pimperl, schon beginnen, wenn du einfach rausgehst, da brauchst du doch eine Einspielung. Ja, aber du hast ja das Lied, oder? Das Lied, ich habe wie versprochen das Lied gemacht. Entschuldige, es tut mir so leid, dass ich vergesse. Geh mal raus. Geh mal raus. Habe ich jetzt das Hosentüttel zu? Wir sind zwei Musterknaben. Hallo, grüß Gott. So. Grüß Gott. Guten Abend. Grüß Gott. Guten Abend. Grüß Gott. Jetzt ging es. Ich weiß. Ja. Kann man schon was sagen? Okay, also, guten Abend. Guten Abend. Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im Stadttheater Berndorf. Wir beginnen die heutige Vorstellung mit einer kleinen Entschuldigung. Ich muss mich entschuldigen, es tut mir leid. Es ist Folgendes, wir haben eine Einspielung. Also, wie soll ich sagen jetzt? Also, der Herr Pampel hat uns eine Einspielung für den Beginn der Show auf Band. Super Synchronstimme. Toll. Von Harrison Ford und vom J.R. Ewing. Die Stimmen kennen Sie alle. Ja, leider können wir die nicht vorspielen, weil der Gernot hat vergessen. Und Was hab ich vergessen? Mich zu erinnern. Es tut mir sehr leid. Ich hab's. Das ist so peinlich. Ja, was machen wir jetzt? Ja, vorlesen müssen wir's. Ja, aber wir haben den Text nicht da. Wir nicht, aber ich. Nein, du hast den Text mit? Ja, bei dir muss man mit allem rechnen. Ich verehre dich. Du bist immer so ordentlich und hast immer alles mit. Es ist toll. Ich bewundere dich sehr. Ich wüsste nicht, wofür ich dich bewundern sollte. Da fällt mir jetzt auch nichts ein, ja. Sie müssen sich jetzt vorstellen, wir sind zwei deutsche Synchronstimmen, meine Damen und Herren. Peinlich ist jetzt bei der Fernsehaufzeichnung. Deutsche Synchron, ja. Geht's? Ja. Werte Herrschaft. Verehrte Gäste. Die Einsamkeit hat nun ein Ende. Jahrelang mussten sie ohne einander auskommen. Endlich sind sie wieder vereint. Zwei Freunde. Männer in der Blüte ihres Mittelalters. Die ihre beste Zeit bereits hinter sich haben. Zwei selbstgerechte Jammerlappen. Verbraucht. Verlebt. Depressiv. Und impotent. Steht das bei dir nicht? Steht bei mir gar nicht, ne? Das ist so. Hier sind die Reste von Viktor Gernot und Michael Niavarani. Ja, das war nicht so schlecht eigentlich. Was? Muss ich zugeben? Ja, war nicht schlecht. Den Leuten gefällt. Ja, das ist richtig. Ja. Zwei Musterknaben, so heißt unser Programm. Sie werden sich fragen, wie kommt man auf so einen Titel? Zwei Titel waren in der engeren Auswahl gegen Schluss, nämlich 5 Schwedinnen in Tirol, das war seine Idee. Und 2 Musterknaben. War Gernots Idee, wir haben dann 2 Musterknaben genommen, weil bei 5 Schwedinnen in Tirol, ist ein lieber Titel, aber da hätte sich ja keiner ausgekannt. Ne? Nein, wobei, muss man dazu sagen, das Casting war Weltklasse, es war schön. Ja, war 2 Wochen Stockholm vom Fenster. Ja, das war lieb. Schöne Momente dabei. Alles dabei. 2 Musterknaben hat natürlich auch inhaltlich eine Bedeutung, meine Damen und Herren. Selbstverständlich. Wir haben uns ja im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre gewandelt. Mei, was haben wir uns gewandelt? 5 Jahre sind ins Sand gezogen, sind in unserem letzten Zweierprogramm gefühlsecht. 5 Jahre und meine Damen und Herren, ja... Man sieht's ihnen an. Was? Und die sind komplett verfallen seit dem letzten Mal. Du kannst ja nicht die Leute... Hast dich du nicht geschreckt? Ich mich auch geschreckt, aber das kannst du nicht sagen. Das ist ja... Nein, sie schauen sensationell aus, wirklich. Findest? Nicht alle, ja. aber... Also, Sie sind reifer geworden. Genau, das war's. Jahre. Sie sind reifer geworden. Wir sind älter geworden. Wir sind älter geworden. Ja. Inzwischen hat der Michael sogar den 40er angekratzt. Ja, angekratzt ist lieb, der Schlagen habe ich, sagen wir so. Liegt röchelnd am Boden. Wie geht's dir dabei? Ja, schlecht. Das Problem ist, ab 40 hat man Angst vorm Sterben. Es ist furchtbar. Aber man darf sich da nicht hingeben. Man darf sich nicht hängen lassen. Der Tristesse. Nein, überhaupt nicht. Was tust du dagegen? Jugendliche Sachen. Ein Mann ab 40 muss jugendliche Sachen machen. Schreibst du Hip-Hop-Texte? Nein, ich hab was gemacht. Ein Surfkurs? Nein, ich wollte mich fühlen wie ein 17-jähriger Bursch. Und was hast du gemacht? Ich hab FPÖ gewählt. Um dich zu fühlen wie ein 17-Jähriger. Ja, weil ich gehört habe, so viele Jugendliche stehen auf der Strache, jetzt habe ich FPÖ gewählt. Ja, geh Koma saufen, brauchst nicht FPÖ wählen. Ist derselbe Effekt. Ja, also ein kleiner Unterschied ist schon. Welcher? Beim Koma saufen sterben die Gehirnzellen erst danach ab. Ist logisch. Was ich meine. Ja, aber. Bei welcher Gelegenheit, Michi? Ja, bei der Wien-Wahl, bei der letzten Wahl. Wie ist das Gefühl? Na, ich verstehe schon, dass wie, die FPÖ... Wie ist es, wenn man sowas macht? Ja, die 20%, klar, weil es ein super Gefühl ist. Da gehst du rein in das Hitl da, in die... Das Wahlheisel. Das Wahlheisel. Wieso Heisel? Ja, eigentlich ganz egal, was du willst, ist es eh für den Abort. Ja, das ist ja wunderschön. Und da steht da FPÖ, da ist ein Kreisel. Und? Du machst das Kreisel? Ja, du machst das Kreisel. Und was ist passiert? Alter, das fährt ein, war gut drauf, bist du Teufel.
Voller Energie. Ja, mich gefühlt wie der HC Strache. Ah, du warst blunzenfett? Bist du deppert, das kannst du nicht öffentlich sagen. So, Entschuldigung. Da kann man geklagt werden, ja. Gernot. Das ist ein Gerücht, dass der es sauft. Es herrscht die Unschuldsvermutung. Also, ja, sehr schön gesagt. Das HC Strache sauft, meine Damen und Herren, wenn wir das öffentlich im Fernsehen sagen, ist ein böses Gerücht. Das haben Sie sicher schon gehört. Ja. Aber es stimmt. Es stimmt natürlich, ja, aber es ist. Na, vor allem unmittelbar vor der Wienwahl hat er der drei Monate durchgesoffen. Ja, drei Monate, ja. Ja, aber warum hat er gerade da so viel getrunken? Vor der Wienwahl, oder? Ja. Ja, da hat er müssen. Wieso müssen? Der hat trainiert auf Wiener Bürgermeister, weißt du, was ich meine? Natürlich! Das kannst du ja nicht. Wieso komme ich nicht selbst drauf? Ja, das ist sehr gut. Ja, aber. Hat auch nichts geholfen. Es ist ein böses Erwachen, was? Ja, aber wie ist das Gefühl am nächsten Morgen? Das wollte ich gerade sagen, ist ein böses Erwachen. Hast du einen Kater gehabt? Es wird furchtbar, ich habe nichts gesoffen, aber einen Kater gehabt. Na, wie ist das? Beschreib's. Ich bin aufgewacht und beschreib's. Kennst du das Gefühl, wenn du so aufwachst und denkst, na? Was? Na, mir hat während die Pappen geschissen. Kennst du das? Nein, kenne ich nicht. Wieso kennst du das? Sowas kenne ich nicht. Das kennst du gar nicht. Ich kenne das Gefühl eines schalen Nachgeschmacks zum Beispiel oder sowas. Aber Pappen geschissen ist eher dein. Ach so, ja, Entschuldige. Gut, dann bin ich ja draufgekommen, was passiert ist. Was ist passiert? Gernot, ich habe FPÖ gewählt. Ja. Ja, wir haben sie ins Hirn geschissen, das war's. Weißt du, was ich meine? Da hat das Gaxi plumps gemacht. Ja. Na, aber ich oute mich da vor dem Publikum und im Fernsehen politisch. Was jetzt sag du, was hast du gewählt bei der Wienwahl? Grün. Wie ist das? Mach ich nicht mehr. Wieso? Aber enttäuschend. War riesenenttäuschend. Ich habe auch geglaubt, wenn ich das Kreuzerl mache bei den Grünen, dann wird mir die Energie so einfahren. Ja. Aber sie ist mir eher ausgefahren. Na, hör auf. Na, ich war auf einmal so geschwächt, das war wie ein Burnout war das. Na, das war schrecklich. Ich habe mich drei Wochen lang wie so ein alt Salatblatt habe ich mich gefühlt. Weißt du, das in der Biotonne vor sich hin stinkt. Mach ich nicht mehr. Aber ich habe dazu beigetragen, dass wir in Wien eine rot-grüne Regierung haben. Ja, ist jetzt schon ein paar Monate her, nichts passiert. Ha? Was? Das ist schon Erfolgsgeschichte. Natürlich. Und ja. Wir haben die fescherste Vizebürgermeisterin der Welt. Ja. Die Maria. 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 Eine Griechin, sie ist die Griechin. Ich bin ein bisschen verliebt. Wirklich? Vor allem in diese Lücke zwischen den beiden Vorderzähnen. Ja, Sie ist so süß. Wie ist dein Nachname? Der Griechisch. Ja, merkt man das nie. Maria. Maria. Basilikum. Basile. Ich weiß nicht. Wurscht, ist aber sie hat das Verkehrsressort und ich habe geglaubt, sie wird Finanzstadträtin. Wieso? Na, wenn die Griechen was können, dann ist das mit Geld umgehen, bitte. Ja, das ist natürlich völlig richtig. Ja. Du, aber lass mal die Politik für heute Abend. Lassen wir sie. Mir rechts. Reden wir über was Schönes. Reden wir, haben wir schon mal angerissen, über den Älterwerden. Frühling. Was? Älter werden. Bist du verrückt? Warum? Ja, hast du ich keine genieße. Probleme? Na, eben ja, du nicht. Bist ja schon, wie alt bist du? 46. Ja, Alter. Na, mir geht's so gut wie noch nie. Wirklich? Warum? Ja, es ist ein Traum, na, einfach die Erfahrung und ich tue ja was. Ich tue was. Ich tue Sport und tue Tennis spielen, das ist mein Sport. Heuer bin ich aufgestiegen, Meisterschaft bin ich aufgestiegen. Aufgestiegen wohin? 45 plus. Also eigentlich von selber aufgestiegen, ja. Zweite Seniorenliga ist es. Zweite Seniorenliga. Ich bin stolz, zweite Seniorenliga. Ist da was anderes? Spielt man mit Windeln oder? Nein, der einzige Unterschied bei 45 plus ist, man wechselt nach dem Match mit dem Gegner nicht mehr das Leiberl. Ah, kein Leiberltausch. Nein. Sondern? Dezent. Aber sonst keine Unterschiede. Sonst? Mehr. Was? Oh ja, ein Unterschied ist, ich habe jetzt mehr Geld zur Verfügung als vor 20 Jahren ja. Und das gebe ich auch aus. Na, ist gut, warum nicht? Ja. Für was? Nein, das will ich jetzt nicht sagen. Das ist immer ein bisschen peinlich. Für was? Naja, wie soll ich das beschreiben? Sag. Erwachsenen Dinge, würde ich sagen. Erwachsenen Dinge. Nein. Ja. Was du auch, oder was? Ich weiß nicht, wovon du redest, aber ja, ich auch, ja. Naja. Na, was meinst du? Naja. Was? Ja, gerne. Prostituierte. Sag mal, spinnst du? Warte, lass mich da anreden, Herr Spazier. Hab ich irgendetwas von Prostitution ja, gesagt? Das ist ja. Nein, habe ich gesagt, ich brauch sowas nicht. Ich brauch keine Prostituierten. Was? Na, schau ich aus, ich will nicht zahlen müssen. Was? Was? Du schaust aber auch nicht aus, als ob du das für zahlt kriegst. Weißt du, was ich meine? Das ist... Na ja, ich sag's dir, weil du jetzt so tust. Glauben dir die Leute von mir? Muss man da klatschen? Ja, so einer... ja. Mürbenpointe. Du, na jetzt sag, wofür... Kosmetikprodukte. Da brauchst du nicht genieren als Mann. Ich möchte gepflegt wirken. Du wirkst sehr gepflegt. Was kaufst du? Was nimmst? Letzte Woche habe ich mir eine Giftschlange gekauft. Eine Giftschlange, wieso? Das Botox ist mir zu teuer, hat mich gleich direkt beißen lassen. Bitte, um Gottes Willen, du musst aufpassen mit dem Botox. Warum? Du kannst das Gesicht nicht mehr bewegen. So ein Gerücht, schau her.
geht. Nein, ich liebe das auch, diese Produkte und diese ganzen Sachen. Ich kaufe das alles. Nein. Ja, aber Tagescreme fürs Gesicht. Tagescreme, Nachtcreme, Antifalten, Anti-Aging. Wieso wendest du es nicht an? Ja, was? Wieso wendest du es nicht an? Na, ich habe ja. Na, schmieren tust du nicht, so wie du ausschaust. Das muss man schmieren? Na sicher, was... Hab ich nicht gewusst. Was machst du mit den Cremen? Ich hab's am Mango-Peeling, das hat so gut gerochen, das hab ich aufgegessen. Das war sehr gut. Ja. War wenigstens Mango drin? Ja, mehr als im Frufru, wirklich war. Gerhard, es ist eine Freude, mit dir wieder auf der Bühne zu stehen. Ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. Zwei Musterknaben, meine Damen und Herren. Zwei Musterknaben. Zwei. Due Knabi. Sagen wir so, zwei Knaben auf dem Weg zum Musterknaben. Wir sind ja keine geborenen, es gibt ja geborene Musterknaben, das sind wir nicht. Wir müssen es hart erarbeiten. Ja, das ist bei uns eine Willensleistung, aber wir haben ein großes Vorbild, dem wir nacheifern. Thomas Schäfer-Ellmayr. Den bewundern wir zutiefst, ohne Spaß. Den kann man Thomas nur bewundern. Schäfer, der hat erfunden. Ein Musterknabe. Die Höflichkeit in Person, der geborene Gentleman. Ja, du sagst es geboren, der ist ja auf die Welt gekommen als Gentleman. Bei der Geburt ist er ausgeflutscht. Hat schon weiße Handschuhe angehabt. Ja. Dann haben sie ihm die Nabelschnur durchgeschnitten, hat er es gleich nochmal als Krawatten umbunden. Exzellent. Dann haben sie ihm aufs Popschal gehauen und er hat gesagt, küss die Hand, alles Walzer. Unser großes Glück. Thomas Schäfer Elmer. So wollen wir werden. So wollen wir werden. Wir wollen ihm nacheifern, wir wollen Vorbilder werden. Vorbilder. Mit unserem Verhalten, so wie wir aussehen. Sehr schön. Ja, wir wollen Role Models werden, so sagt man. Role Models. Weil der Musterknabe ist nämlich zuvorkommend. Excellent choice. Er ist höflich. Marvelous indeed. Er ist rücksichtsvoll. Splendid! Was schreist du? Ist mal ausgerutscht. So, ja. In jeder Familie gibt es einen Musterknaben. In der Schule entwickelt sich der Musterknabe zum Musterschüler. Ist das toll. Geboren für höhere Aufgaben. Ja. Sondern wir beide nicht. Ach, gewohnt, ich war kein Musterschüler. Der Musterschüler wird sofort Klassensprecher oder noch mehr. Was ist mehr? Klassenbuchwacht. Nein. Die höchste Ehre. Bitte, Herr Professor, das Klassenbuch. Unterm Kopfpolster hab ich's gehabt. Ihr Auto steht gewaschen am Parkplatz wie jeden Morgen. Fest sind Sie, haben Sie abgenommen? Bisschen. Wollen Sie von meinem Pausenbrot abbeißen, Herr Lehrer? Nein, ich würde lieber mit der Frau Mama schlafen, wenn Sie das machen lässt. Soll der Papa wieder ein Foto machen? Ja. Musterknaben und vor allem Musterschüler. Musterschüler. Musterschüler sind diejenigen, die wir aus tiefster Seele, gell? In die Goschen hauen wollen eigentlich. Wollten! Entschuldige, was ist jetzt passiert? Ich war rausgerutscht. Wir wollen ja selber welche werden. Ja, jetzt will ich nimmer. Du, ich gebe zu, ich beichte. Früher was? In der Schule, wir haben auch unsere Späßchen gemacht mit dem Musterknaben. Na sicher. Okay, in der großen Pause haben wir den Musterschüler bei den Füßen genommen, in die Höhe gezogen, mit dem Kopf voran, in den Mistkübel gestopft. Also. Macht jede Klasse. Können Sie sich erinnern? Das Geräusch beim Nachstopfen, ha? Wenn er eh schon blärt hat. Und nochmal. Humpf! So eine krampft. Humpf. Was schaust du? Nein, das ist das Letztklassigste, wirklich. Das, Gernot, haben wir im Gymnasium. Das haben wir nicht gemacht. Das habt ihr nicht gemacht? Nein. Wo warst du gespritzt? In der Waldorfschule für Halbperser oder was? Das haben wir nicht gemacht. Das haben wir nicht gemacht. Das habt ihr nicht gemacht. Nein, wir waren einmal, okay, gut, ja, mein Gott. Macht jede Klasse. So, wirklich lustig. Das ist ein Hetz. Große Pause, Kopf über den Mistkübel nachtreten. Wer war die arme Sau? Ich. Na. Ja, die haben mich im Kopf über den Mistkübel gesteckt. Wer hat die da reingestopft? Das ist ja wurscht, ich bin drüber hinweg, möchte keinen Namen nennen. Herbert Maderbacher, Michael Gfrorner und Michael Blaha. Diese Lauser. Mm. Hast du noch die Telefonnummern von denen? Du bist ein Freund, du möchtest mich rächen. Ich möchte mich persönlich bedanken. Ja, das geht auch. Bis heute weiß ich nicht, warum. Warum haben die mich in den Mistkübel gesteckt, kopfüber? Das kann jeder sagen. Ich war kein Streber, ich war kein Musterknabe, was? Das ist ein ganz normaler, alltäglicher, rassistischer Übergriff in einer österreichischen Schule gewesen. So. Das darfst du nicht persönlich nehmen. Das ist eine soziohygienische Maßnahme, das sogenannte Mufti-Stopfen. Bin ich erleichtert, ich hab schon befürchtet, ich war ein Strebsnacht. Aber du doch nicht. Bin ich lieber Mufti. Ja. Du, wo wohnt der Musterknabe? Im Musterknabenhaus. Ja, ist das schön. Das Musterknabenhaus, das ist meistens schön. Ein Reihenhaus. Ja, oder noch besser, wir suchen ja Doppelhaushälfte. Doppelhaushälfte. Also jede Hälfte vom Doppelhaus. Alles also klein, übersichtlich, klein, sauber, mit so einem Minigarten. Ja. Das ist Musterknebisch, mit so einem grünen Handtüchel vor der Tür. Wieso? Für was? Das ist der Minigarten. Ach, das ist der Garten. Am Handtüchel ist ein Aschenbecher mit Wasser. Was ist das? Swimmingpool, der braucht ja Swimmingpool. Swimmingpool. Ein Pool. Bullschal. Bullschal. Dann ein Carportschal. Was? Ein Carport. Das kenne ich nicht. So eine Garage für Arme, was für alle Seiten reinzieht. Ach so.
Was steht drunter? Weiß ich nicht. Ein Family Van mit Hybridantrieb. Ja. Warum? Warum? Weil der Musterknabe ein vorbildlicher Umweltschützer ist. Ja. Ein Role Model, ein Umweltschützer, ein Bürger, vorbildlich, Wähler. Vorbildlicher Bürger. Kamerad. Wähler, Kamerad, Freund, Nachbar, ja. Ehemann. Der beste Ehemann von allen. Der Musterknabe kann es sich leisten, in der Ehe eine Vollflasche im Bett zu sein. Wirklich? Ist ihm niemand böse? Wieso? Weil er sonst so super ist. Ja, ja, zum Beispiel, als Beispiel. Ja. Der Musterknabe am Sonntag nach dem gemeinsamen Kirchgang nimmt er die Kinderschar und unternimmt etwas, damit die Mutti zu Hause ein bisschen durchschnaufen kann. Das ist toll. Was macht er? Was macht er mit den Kindern? Ich hab keine. Was macht man mit sowas eigentlich? Angeln. Naja, angeln. Geht ins Haus des Meeres. Geil. Was? Im Haus des Meeres angeln. Na, nicht im Haus des Meeres angeln. Ist ja egal. Auf jeden Fall, wir bewundern die Musterknaben, denn ja. Musterknaben sind so schrecklich. Ah, scheiße. Was war das? Das tut mir jetzt leid. Was tut dir leid? Versprochen. Ja, natürlich hast du dich versprochen. Ich wollte eh herrlich sagen, gib mir Ruhe. Du hast schrecklich gesagt. Ich weiß, ich habe schrecklich gesagt. Es Wenn war du etwas sagst, hat das immer es eine Bedeutung. Es war ein freudscher Versprecher. Es tut mir leid. Ja, weil ich schrecklich finde in Wahrheit. Darf ich das jetzt einmal sagen? Jetzt? Ja, es tut bei mir leid. Gelegenheit. Ich halt es nicht. Was stört dich? Die Krawatten macht mich wahnsinnig. Mach den oberen Knopf auf. Das ist über Pochen mit einer Krawattenspülung. Ja, aber so sind Musterknaben. Was willst du sonst machen? Machen wir das mit den fünf Schwedinnen. Wieso machen wir das nicht? Nein. Das war eine gemeinsame Entscheidung. Ich steh weiß dazu! Es, ja, aber ich wär kein Musterknabe, es hat keinen Sinn. Geweint hast du damals. Geweint. Wie wir das erfunden haben. Hab ich geweint? Können Sie sich vorstellen, wenn der Michael weint? Der hat eh schon so ein Gesicht wie der Winnie Pooh. Ja? Kindchenschema pur. Sondern die Krokodilstränen sind ihm runtergelaufen und er hat gesagt, er haltet es nicht mehr aus, dass die Leute sich lustig machen, weil er so chaotisch ist und niemand spät kommt und alles vergisst. Und das sagt, durch dein Verhalten werden die Leute bald sagen, Michael Niavarani ist ein Vorbild. Ein Musterknabe, nach dem werden kann man die sagen. Uhr stellen. Werden Sie aber nicht sagen. Na, was werden Sie sagen? Der ist ein Spießer, werden Sie sagen. Das gehört Spießer. Dazu. Spießer, Gernot. Das gehört dazu. Gehört nicht dazu. Oh ja, spießig sein ist Musterknäbisch. Ja. Entschuldige, ist das letzte spießig sein? Nein, ist es nicht. Was? Ein Schritt auf dem Weg zum Musterknabe. Entschuldige, Herr Kollege, möchtest du ein Spießer sein? Sehr gerne. Ja, bist du einer, gratuliere. Klingt ein bisschen wie ein Vorwurf. Nein, wieso? Das ist ja kein Vorwurf. Ich habe nur gesagt, du hast gesagt, du willst ein Spießer sein. Ja, das ist ja was Spießer? Gutes. Wer bist der Spießer, ja? Was kommt da jetzt? Nein, was gar kommt nichts da kommt. Jetzt? Na, was druckt dich? Sag's. Nein, gar nichts. Es ist nur, ja, es ist schwer, mit dir befreundet zu sein. Danke. Gerne. Wirklich. Warum? Weil du so ordentlich bist, weil du immer alles mit hast, weil du nie zu spät kommst. Du bist ein wandelnder Vorwurf. Ich? Ja, ich höre nur den Namen Viktor Gernot, kriege ich eine Panikattacke, weil ich glaube, dass ich was vergessen habe und verharm. Und ich dazu? Suche wie komme ich dazu und jetzt? Ja, es ist, so. Es ist so. Na, weil ich mich da vorbereitet habe. Ja, Gernot, du ich pack's ja nicht. Du kommst nie zu spät. Du bist immer pünktlich. Ich versuch's. Du weißt bei jeder Besprechung, worum es geht. Freilich? Alter, ich kenne oft nicht einmal die Leute, mit denen du sitzt. Du rufst immer zurück, du beantwortest jedes E-Mail. Ja. Du beantwortest SMS. Dafür hat man doch das... Das macht man nicht. Na, das Ärgste ist jetzt, hat er sich ein Family Van gekauft, weit und breit keine Family in Sicht. Aber ein Family Van hat er sich gekauft. Na ja, man muss vorbereitet sein. Auf was? Na, vielleicht rennt man mir eine ein, dann kann ich es gerne mitnehmen. Ja, eine Musterknäbe. Das Ärgste ist ja Folgendes. Gestern in der Nacht haben wir uns getroffen, weil wir halt eben fürs Fernsehen Aufzeichnung und jetzt haben wir gesagt, mein Gott, na, dass wir kein Lied haben. Nein, das sollst du nicht. Na, das ist gerne eine Sache zwischen uns beiden. Ja, die Leute das sollen, geht dir nichts an. Die Leute sollen wissen, wie du bist. Haben wir gesagt, wir haben kein Lied, kein Musterknabenlied. Sag ich, naja, es ist ja wurscht. Sagt er, nein, ich liebe mein Publikum. Ich möchte ein Lied. Hat er in der Nacht ein Lied komponiert? Na und? Das was, na und? Der ist gesessen die ganze Nacht bis fünf in der Früh daheim am Computer, der ein Lied komponiert. Hat er alles daheim. Dann hat er einen Text geschrieben. Dann hat er einen gelernten Text. Dann hat er das halblebig auf CD gepresst. Dann habe ich CD die CD beschriftet und dann habe ich sie mitgenommen. Das verstehe ich überhaupt nicht. Wer beschriftet eine selbstgebrannte CD? Das gibt es überhaupt nicht. Das ist, jeder? Nein, das machen außer dir nur Autisten. Das ist eine psychische Krankheit. Wirklich. Wie bist denn du drauf? Und am Nachmittag sage ich zu ihm, weil wir waren um 15 Uhr schon da in Berndorf, sage ich zu ihm, komm, geh mal einen Kaffee trinken. Sagt er, nein, ich bin schon im Theater, ich muss ja üben. Ich will üben, das Lied üben, das Lied üben. Ich das Lied geübt. Und jetzt singt das. Michael! Ja? Wo gehst du hin? Ich geh mich schämen. Wir sind zwei Musterknaben, die einfach Klasse haben. Bescheiden sind die anderen, wir haben von allem fast zu viel, denn wir sind klug, reich und schön. Nahm das Beste noch vor uns, selbst wenn wir schlafen, schauen wir spitze aus. Wir haben einfach Stil, wir sind so Musterknaben, ständig angegraben. Wir werden von Österreichs Frauenwelt als leichte Beute angesehen, doch ist das Gegenteil der Fall. So was wie uns gibt's nicht geschenkt, wir sind beide fix vergehen, da hilft kein Betteln und kein Flehen. Wir sind so herzeigbar, wir sind so wunderbar. Wir sind für viele das Modell, für den perfekten Mann.
Wir sind edle, teure Ware in der Blüte unserer Jahre, weil wir zusammen alles können, tut nur jeder, was er kann. Wir sind zwei Musterknaben, über Kritik erhaben. Wir sind zwei Musterknaben, uns will jeder haben. Auch wenn mancher sich so denkt, die beiden wirken recht beschränkt. Wir haben den Durchblick, denn wir wissen, wie die Welt funktioniert. Wir brauchen keine guten Tipps, wir sind Beratungsassistent. Wir haben das Leben und die Menschen und die Frauen gut studiert. Wir meinen uns Musterknaben, dann auch mal billig haben. Tut auf Granit, man beißt, mehr wird und nix und scheiß. Wir sind beschenkt mit reichen Gaben und wollen mit Bestem uns nur laben. Wir sind hungrig, wir sind heiß, Qualität hat seinen Preis. Wir sind so herzeigbar, wir sind so wunderbar. Wir sind für viele das Modell, für den perfekten Mann. Wir sind edle, teure Ware in der Blüte unserer Jahre, weil wir zusammen alles können, tut nur jeder, was er kann. Wir sind zwei Musterknaben, 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 yo! Dieses Urlaubsfoto, wo der Michael und ich beide am Strand waren, da waren wir in Griechenland Urlaub, der Michael und ich. Und unmittelbar nachdem dieses Foto gemacht wurde, sind dann so junge Leute gekommen mit so Greenpeace-Leiberl und versucht, den Michael ins offene Meer hinauszuziehen. Rettet die Wale, uralter Witz. Stimmt natürlich nicht. Michael hat 10 Kilo abgenommen und ich bin sehr stolz auf ihn, auf die zurückgelegte Wegstrecke als Musterknabe. Der bemüht sich, das glauben Sie gar nicht. Gernot? Ja? Entschuldige, kannst du zwei Minuten, Sekunden, ganz kurz, ich brauch... Warum sollte ich das? Kannst du mit den Leuten kurz was reden? Wir haben einen Ablauf, Michael. Ich weiß, aber ich brauch 2 Minuten. Nein, wir brauchst keine 2 Minuten. Es ist dringend, ich bin im Internet. Was? Was tust du? Ich muss auf Facebook meinen Status updaten, das ist ganz... Nia, du hast bis zur letzten Sekunde vor der Vorstellung reingeschrieben. Was hast du denn vorher reingeschrieben? Vor der Vorstellung geschrieben, habe in 20 Minuten Vorstellung. Was willst du jetzt reinschreiben? Habe seit 20 Minuten Vorstellung. Das reicht, Michael. Das sind über 500 Leute. Das Stadttheater ist ausverkauft. Wen interessiert das da? Alter, wen interessieren 500 Leute? Ich hab 4000 Freunde. Weißt du, was ich mein? Was? Ja, nicht böse sein. Wovon redest du? Was? Facebook-Freunde. Welche? Meine Facebook-Freunde. Ah, deine Facebook... Ja. Seine Facebook-Freunde. Seine engsten Vertrauten vom Verein der perspektivenlosen Stubenhocker. Was? Entschuldigung. Ich meine, es ist ein Wochentag unter Abend. Ich meine, glaubst du, dass er irgendein... Man, erwachsene Menschen, die sie nicht einmal gescheit kennen, schicken sich dreizeilige Pipifax-Nachrichten und irgendwelche Schnappschüsse. Ich meine, wie viel Zeit muss man haben für so einen kindischen Blödsinn wie Facebook? Na, das schreibe ich gleich eine, so... Viktor Gernot sagt, ihr auf Facebook seid alle... Perspektivenlose Stubenhocker. Na, schreib! Was? Volltrotteln. Volltrotteln. Das verstehen deine Freunde wahrscheinlich besser. Steht schon da, können 4000 Leute lesen. Mal wurscht. Hab schon einen Kommentar, Alter, noch 2 Sekunden, aber Kommentar, ich bin ein Wahnsinn, ich bin ein Wahnsinn. Wird schon ein literarischer Erguss sein, was steht denn da? Der hat geschrieben, who the fuck is Gernot? Das können 4000 Leute lesen. Tut mir leid. Schreib sofort. Schreib. Ja. Gruß von Gernot, Doppelpunkt. Gruß von Gernot. Söber. Was? S-Ö-B-A. Söber. Deppert. Doppel-P, Ausrufezeichen. Söber, Deppert. Steht schon da? Ja, wer hat das eingeschrieben über mich? Ah, das war der Alexander. Welcher Alexander? Brabetz. Wow. Pseudonym. Ja. Nein, das ist der Generaldirektor vom OF. Sag mal, spinnst du? Ja, ich hab's nicht gleich gesehen. Der ist unter Vollstress, der haut uns aus. Was? Der haut mich aus. Na, schreib bitte. Liebe Grüße, herzliche Grüße von Viktor an Sascha. Und ihr seid bei Sascha? Ja, bei Viktor auch. Und dann machst du 2 Smiley bitte. 2 Smiley? Ja, und den vorherigen Eintrag mit dem selber Deppert löscht du bitte raus wieder. Ach so, ja. Puh, das war knapp. Nein, das tut mir leid, aber da kann man nichts löschen auf Facebook. Sicher? Nein. Wo ja, Backspace-Taste mit der Maus drüber fahren, kommt ein Entfernenzeichen, klickst drauf, weg ist. Und woher weißt du das, wenn du keine Facebook-Seite hast angeblich? Das habe ich gegoogelt. Das kann man nachgeschaut habe ich einmal. Man kann nicht einmal nachschauen. Nimmst den Computer, machst du auf, schaust deine, machst zu, ist auch mal eine schon. Nein, ich meine, du brauchst eine Facebook-Seite, damit du weißt, wie es funktioniert. Meine Freundin hat eine Tour nicht so. Ja, klar. Weißt du ganz genau? Was? Ihr habt einander längst geedet. Ja klar, warum nicht? Na, warum nicht? Na was? Ich brauche 16 Mal, bis du mir
Arme zurückrufst im Sommer. Entschuldige, und meiner Freundin schreibst fünfmal am Tag irgendeinen Blödsinn dahin. Ich kommentiere, das ist normal, da ist nichts dabei. Wirklich. Ihr wart's im Chatroom. Ja? Ja, aber ich schwöre, ich hab was angehabt. Wenn es knockert gewesen wäre, hätte ich mir weniger Sorgen gemacht. Weiß nicht, was du hast, du bist so konservativ, was hast du gegen Facebook? Das ist eine großartigsten Erfindungen nach dem Buchdruck. Ja, für dich sicherlich. Das ist ja verständlich. Du Naivling, 4000 Freunde hast du. Ja, schau, das ist ja, auch Wahnsinn, eine, oder? Michael, das sind wildfremde Leute. Nein, auf eine Schaltfläche klicken, wo Eden steht, das ist keine Basis für eine Freundschaft im wahren, im richtigen Leben. Und ich kenne dich seit über 23 Jahren, hast du zusammengerechnet nicht einmal 10 Freunde. Ich habe keine 10 Freunde. Zähl sie bitte das auf. Alter brauche ich mir nicht sagen lassen. Was soll ich meine Freunde aufzählen? Ja, bitte. Ich soll meine Freunde aufzählen? Und bitte. Ja, wie viel? 10? 10. Wirklich? Nur so wenig, oder was? Ja. Ja, okay, gut. So. Meine Mama. Zählt nicht. Dann, wieso? Familie. Familie zählt nicht. Nur Freunde. Ja, dann keine Familie. Braucht keine Familie. Und bitte. Ich habe keine 10 Freunde. Ja, Blödsinn. Sag. So. Sag. Ja, jetzt hast du mich schnell gefragt. Jetzt weiß ich es nicht. Jetzt. Ja, danke. Gerne. Sehr nett, wirklich. Wie viele Freunde hast denn du? Weiß ich ganz genau. 7. Handverlesene, gepflegte Freundschaften. Analog. 7 Freunde. Der Gernot hat 7 Freunde. Sind die in Gruppen eingeteilt oder hast du das nur... 7 ist aber wirklich lächerlich wenig. Bin ich da dabei? 6. Na, du bist hiermit offiziell entedded. Das geht gerne. Na, mir reicht's. Was, warum? Du bist noch zu hurinös in der Beziehung. Na, 4000 Freunde, du addest jeden kritiklos. Nein, nur wer anfragt, wird geaddet. Eben, eben. Vor der Vorstellung hast du eine wildfremde Frau geaddet, nur weil dir das Büdel gefallen hat. Ja, fesch. Ja, fesch. Aber wer ist die? Schau, ich muss nachschauen. Wie heißt denn deine neue Freundin? Die Hinter? Der merkt sich in einer halben Stunde mit dem Namen. Das ist aber kindisch, du kannst ja nicht die Hände anbinden. Das ist kindisch. Nein, ich muss auf ihr Profil schauen. Ja, bitte, schau auf ihr Profil. Das ist ja der Sinn von Facebook. Schau auf mein Profil. Nein, das ist schier, das will ich nicht sehen. Da, Elfi, schau. Wer ist die Elfi? Da ist es ja, Elfi, 33 Jahre, ist sie alt, Hobbys hat sie, Sex und Segeln. Na Gott sei Dank habe ich die geaddet, das ist eine gescheite Frau. Ist doch der Beweis. Was für Beweis? Dass das keine Elfi, 33 Jahre ist. Michael, keine erwachsene Frau, die halbwegs besinnen ist, schreibt freiwillig in so ein Medium, wo jeder reinschauen kann, rein, dass ihre Hobbys Sex und Segeln sind. Die ist ja nicht deppert. Ja, wieso? Das ist hundertprozentig keine Elfi. Also keine Elfi? Nein. Wer ist das? Weiß ich nicht. Freddy, 55, arbeitslos, voll fett, fahrt im Schädel, irgendwer. Wird ja nur gelogen im Internet. Ja, aber nicht auf Facebook. Aber gerade auf Facebook. Nein, Gernot, Facebook, er schreibt jeder rein, wer er ist, was er macht. Ja, eben, gefährlich. Nein, jeder Fotos, jeder gibt E-Mail-Adresse. E-Mail-Adresse. Was? Gehst du zu GMX oder Yahoo, eröffnest kostenlos eine neue E-Mail-Adresse, gibst einen falschen Namen und eine falsche Adresse an. Mit dieser falschen Identität gehst du zu Facebook und schon bist du Elfi, 33. Ich warte auf dich, mein Tiger. Hat's geschrieben, oder was? Ma. Das ist gefährlich. Gernot, die Leute lügen nicht auf Facebook, weil die Fotos sind alle echt. Schaut, wahrscheinlich. Natürlich, weil schau da, wie schier der ist. Glaubst du, da gibt ein falsches Foto ein, das so schier ist? Das ist dein Manager. Schau, jetzt zeige ich dir was. Warte ein bisschen, wo habe ich das? Da. Die kennst. Von der Zeitung. Siehst du, und ich kenne sie persönlich. Echt? Woher? Aus Facebook. Ach so. Sehr nette Person. Und das ist das Tolle an Facebook. Ihr schreibt's miteinander. Das ist das Tolle, dass ich mit einer internationalen Persönlichkeit kommunizieren kann. Sie hat mich angefragt. Ja, bin beeindruckt. Ja. Ja, wir schreiben uns 3-4 Mal in der Woche. So? Ja, das geht dir nichts an. So? Gestern hat's geschrieben, sie wird sich wahnsinnig freuen, mich kennenzulernen. Ich soll mich sofort melden, wenn ich einmal in Los Angeles bin. Wir gehen auf einen Café. Na? Ja. Sag einmal den Leuten, um wen es sich handelt. Na, also wurscht. Komm. Cindy Crawford. Was lacht's denn so deppert her? Lass die Leute in Ruhe! Ja, die haben angefangen! Die haben Zeit, die dürfen locken! Na, ist das nicht toll? Ich kann mit Cindy Crawford... Das ist gefährlich! Sie hat gesagt, sie stellt mir einen Produzenten. Gefährlich. Was ist gefährlich bei der Cindy Crawford? Nein, das stimmt doch alles nicht, Michael. Wegen Facebook gibt's tausende, abertausende Fälle, wo Leute verfolgt worden sind, beraubt worden sind, gestalkt worden sind, gemobbt worden sind. Man darf da eigentlich überhaupt nichts Privates hinschreiben. Ja, man muss aufpassen. Na, man muss höllisch aufpassen. Der Trottel darf's keiner sein. Ja, deswegen habe ich bei dir so immense Sorgen. Sehr gutes Publikum. Nein, der Michael ist kein Trottel, aber du bist naiv, du bist gutgläubig und sowas wie du, das wird ausgenutzt.
Ja, gerne, die kann ich beruhigen, es wird nichts mehr passieren. Was heißt nichts mehr? Ich meine, es wird nichts passieren. Na, du sagst nichts mehr. Was nichts mehr? Ja, nein, es ist ein bisschen was passiert. Ein bisschen was, es war eine Kleinigkeit. Ja, was ist denn passiert? Eine Kleinigkeit. Voriges Jahr sind wir auf Urlaub gefahren und da habe ich vor dem Urlaub reingeschrieben, weil ich mich so gefreut habe, wollte meine Freude teilen mit meinen Freunden. Habe ich geschrieben, juhu, juhu, 3 Wochen Griechenland. Juhu. Wir haben gekommen, war die Wohnung leer. Juhu, wieso? Ja, was, wieso? Einbrochen haben sie. Das siehst du? Facebook? Ja. Hat sich einer gefreut, dass du ihm die Information gegeben hast? Ich meine, Facebook nichts dafür. Aber dann nur Facebook. Nein, das ist ja keine Facebook nichts dafür, dass die Leute Arschlöcher sind. Das muss man positiv sehen. Es reicht. Was ist positiv dran, wenn dann gerade die Bude ausgerammt worden ist? Ausmalen kannst du lassen. Michael, du bist ein Pragmatiker. Ich hab ausmalen lassen. Ja, ich hab ausmalen lassen. Sehr vernünftig. Ja. Zumindest praktisch. Praktisch ist es dann im Internet, gehst du zu den gelben Seiten, gibst einen Maler und Anstreicher. Ich brauche keine gelben Seiten für Maler und Anstreicher, weil ich habe 4000 Freunde. Ich habe auf die Pinnwand geschrieben, kennt jemand von euch gute Maler? Ja, und deine depperten Facebook-Freunde haben geschrieben, Arnulf Reiner, Michelangelo, Gerhard Harderer. Hast du geschaut, Kopf? Meine Freundin hat es mir gezeigt. Also. Du, und dann pass auf, durch einen befreundeten Perser, wie toll Facebook ist, ja? Durch einen befreundeten Perser in Stockholm. Ja? Das brauchst du auch nicht dazu sagen. Wieso? Na, im Exil seid ihr eh alle befreundet. Zaus, vertragt euch nicht. Ist ja wurscht, pass auf. Durch einen befreundeten Perser in Stockholm, der war befreundet mit einer Afrikanerin, die in der Schweiz lebt. Warum müssen wir uns das jetzt anhören? Wegen einem Ausmalen ist sie. Oh, sehr interessant. Ist wegen einem Flott ist das gegangen. Pass auf. Ja. Und die war befreundet mit einem Portugiesen, der jetzt in Spanien lebt. Und der hat eine Tochter, die ist nach St. Pölten gezogen und lesbisch geworden. Eine gute Idee. Wieso? Was willst du sonst in St. Pölten machen? Ja, ist ja was. Und die war Friseurin. Und die hat sich ihren Frisiersalon von einem polnischen Schwarzarbeiter ausmachen lassen. Endlich kommst du am Punkt, da haben sie dir die Telefonnummer geschickt. Nein, war nicht notwendig, mit dem war ich auf Facebook befreundet. Wieso bist du mit polnischen Fuschern befreundet? Ja, das weiß ich nicht. Aber weißt, was das Beste ist an Facebook? Sag es mir. Gernot, das war derselbe, der mir die Wohnung ausgerammt hat auch. Ein Freund, ein guter Freund. Das ist Facebook. Das ist großartig. Großartig. Wahrscheinlich hat dein Freund in tiefer Freundschaft 2 Wochen später dein gesamtes Hab und Gut auf eBay versteigert. Du schaust jetzt so. Du hast nicht mitgesteigert, Michi. Michi, der hat 3-mal an dir verdient. Ja. 3-mal. Das sind die von der Telekom Amateure dagegen, bitte. Gerhard, ich werde eins vorschlagen. Heute ist es soweit. Jetzt, wo wir im Fernsehen sind mit diesem Programm, machen wir dir eine Facebook-Seite. Da spinnst du? Ja, du brauchst eine Fanseite. Nach dem, was du erzählt hast? Ja, ja. Nein, ist ja wurscht. Das wird schon kein Foto kriegst du von Facebook. Mir, keine E-Mail-Adresse, Seite. Nichts, keine persönlichen Daten. Nein. Oh ja, du brauchst jetzt eine Facebook-Seite. Gerhard, er kommt im 21. Ich brauche du bist keine doch konservativ. Facebook-Seite. Natürlich brauchst du eine Facebook-Seite. Wieso brauchst du keine Facebook-Seite? Ich hab schon eine. So, ja. Na. Du bist kein Freund. Du weißt ganz genau, wie gern ich auf Facebook kommuniziere. Du brauchst mir das nicht auffallen. Oh ja. Nein, sicher nicht. Ich du hast mich gern längst geedet. Aber blöd. 3-4 Mal in der Woche schreiben wir. Wie soll das gehen? Ich bin Cindy Crawford. Ich weiß, wie das geht. Und Michael. Wenn du mal nach L.A. kommst, ja? Nach La an der Teia. Lade dir von Coffee to go ein. Gernot, bitte? Weißt du, was blöd ist? Ja, du. Ja, das weiß ich auch. Nein, das meine ich jetzt nicht. Weißt du, was wirklich blöd ist? Ja, die Preise für Seegrundstücke im Salzkammergut. Was? Das ist ein Bubentraum von mir. Ich wollte immer einmal am See wohnen können, im Salzkammergut. Aber das werden wir niemals leisten können. Wirklich? Ich habe mich erkundigt. Das ist ein Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Im vergangenen Sommer im gesamten Salzkammergut gab es noch 3 Grundstücke mit direktem Seezugang. Sind sofort verkauft worden um Millionensummen. Nein. Das ist aber kein 1er oder 2er Vorentstand. Das kannst du dir nicht vorstellen. Da gibt es Leute, die haben das in der Portokasse. Das ist sofort bar bezahlt worden. Gibt's ja nicht. Wer ich weiß, wer das war. Ich habe mich erkundigt. Ein Herr Mateschitz hat zugeschlagen. Ein Herr Hermann Mayer hat zugeschlagen und ein Herr Igor Gordejew. Wer? Das ist ein russischer Zuhälter, Igor Gordejew. Ja, nein, den Zuhälter kenne ich eh. Mateschitz sagt mir jetzt gar nichts. Wer ist der Mateschitz? Mateschitz. Nein, ich weiß nicht, wer ist der Mateschitz. Ach so, da!
Nein, nein, das meinte ich nicht. Ich meinte Folgendes. Blöd ist, dass wir heute Abend nicht über Frauen reden können. Warum können oder sollen wir oder dürfen wir nicht über Frauen reden? Weil wir im letzten Programm eine Stunde lang drüber geredet haben. Na und? Na was, na und? Das ist eine plumpe Wiederholung. Nein, überhaupt nicht. Das ist über 5 Jahre her. Erstens. Zweitens haben wir damals eine Stunde über das Thema durchgeredet. Ja. Aber wir haben ja faktisch... nichts gesagt. Genau. Ja, trotzdem. Und es ist ein unendliches Feld, ein unendliches Thema. Ja. Und es ist im Leben der Menschen Thema Nummer 1. Das geht über alles. Das glaube ich nicht mehr. Politik, mit, nein, Kultur, also, alles nein, wurscht. Beziehung nein, nein. Und Frauen. Und, das Wichtigste. Nein, Nummer 1 ist die Weltpolitik. Nein. Oh ja, was ist mit der Wirtschaftskrise? Was Michael. Ist mit dem Kapitalismus? Nein. Was ist mit dem Terrorismus? Wann? Das interessiert die Menschen. Hör zu, mein Häschen. Wann? Hast du jetzt Häschen zu mir gesagt? Ja. Die einzige Chance, dass ich einen Redeschwall stoppen kann. Wann kommt die Wahrheit? Das Arschloch ist das, okay, Alter. Das ist nicht mein Niveau. Du. Also jetzt, wir sind bei der Nummer 1 ja, im menschlichen Leben. Wann kommt die Wahrheit über den Menschen am deutlichsten, am klarsten hervor? In seiner letzten Stunde. Was? Die letzten Worte eines Menschen auf dieser Welt. Hast du jemals gehört, dass er im Sterbebett gesagt hätte, Schwester, ich spür gleich vorbei. Schlagen Sie mir bitte noch einmal den Politikteil vom Standard auf. Macht keiner. Da ruft man nach seiner Familie, nach seinen Liebsten. Das ist wichtig. Du hast aber wirklich recht. Liebe, Partnerschaft. Die letzten Worte vom Sterben. Ja. Was wirst du sagen als Letztes? Was ist ernst? Ganz ernst jetzt. Was wird das Letzte sein, was du vorm Sterben sagst? Ich werde mich bemühen, dass ich hübsch angezogen bin. Ein Nachthemd, ein sauberes, gebügeltes. Und dann werde ich sagen, Schwester, Fester. Ja, aber dauernd über mein Niveau. Schön. Mit einem Klaps auf dem Po kam ich zur Welt. Mit einem Klaps auf dem Po gehe ich wieder. Was werden deine letzten Worte sein? Herr Ober, ich glaube, Atiramisu geht noch. Du bist ein Mystiker. Aber trotzdem können wir nicht über Frauen reden. Wieso nicht? Nein. Pass auf. Wieso können wir nicht über Frauen reden? Wir können nicht über Frauen reden. Was? Erstens, was willst du sagen? Bitte? Nein, ich meine jetzt positiv. Und ich verstehe es noch immer nicht. Nein, hallo, was Michael. Ist denn... Los, hast du wieder abgefressen? Nein. Wirklich positiv Sinne, weil wir jetzt in glücklichen Beziehungen leben. Ja. Das ist, was ich meine. Da kann man kein Kabarett machen, weil man in einer glücklichen Beziehung. Wieso kann man nicht über das Glück reden? Nein, weil das ist ja unlustig. Über das Glück reden ist unlustig. Okay. Immer nur Bad News. Nein, nicht Bad News, aber du kannst ja nicht auf die Bühne gehen und sagen, meine Damen und Herren, zwischen Mann und Frau, das geht ja aus, ich lebe in einer glücklichen Beziehung. Na, schau, wie sie sich anhauen. Das geht ja nicht. Man, denn hier, da müsste man aber auch dazu sagen, dass Glück ja auch relativ ist. Bitte? Na, Glück liegt im Auge des Betrachters. Ist ein relatives... Ja, aber wir leben beide in glücklichen Beziehungen, ne? Ja. Bitte? Ja. Was ist denn? Nein, Entschuldigung, Gerhard, das ist ein bisschen, jetzt kenne ich mich nicht aus. Du hast vorhin in der Garderobe zu mir gesagt... Was habe ich gesagt? Na, weiß ich nicht. Ich habe gefragt, wie es euch geht. Du hast gesagt, ja, du hast wörtlich gesagt, meine Beziehung ist sehr glücklich. Habe ich gesagt, ja. Ja, was machst du auf ihr Gesicht? Stimmt auch. Ja, aber dann schau nicht so. Meine Beziehung ist sehr glücklich. Ja, und? Ich bin's nicht. Na, das gefreut mich jetzt direkt. Aber ich mein, Entschuldige, nein, ich meine fürs Publikum. Na, jetzt ganz im Ernst, was ist los? Es ist meine Schuld. Wieso? Schau, es ist ja alles da in meinem Leben, was ich mir immer gewünscht habe. Zum Glücklichsein. Ja. Ja, die Zutaten. Diese Frau, meine Lebensumstände. Und ich bin nicht glücklich, ja, weil mir was fehlt. Sehen. Es fehlt mir was. Was früher, weil es in meinem Leben war, habe ich es gehasst, verabschiedet. Jetzt ist es nicht mehr da. Jetzt vermisse ich es. Das ist bizarr. Ich rede vom Streiten. Ich bin mit meiner Freundin 3,5 Jahre zusammen und wir haben kein einziges Mal gestritten. Besser gesagt, sie hat kein einziges Mal mit mir gestritten. Ich tue schon zündeln, ich tue schon provozieren. Aber die steigt mir nicht ein. Sie streitet nicht mit Die Ruhe in Person, Harmonie Moment, pur. Moment. Was machst du denn? Was machst du? Die ärgsten Sachen. Zum Zündeln, was machst du? Ja. Ich habe zum Beispiel, musst du dir vorstellen, geh in die Küche, ja. Räume den Geschirrspüler ein, ja. Schalte das Programm ein. Ja. Ja. Am Ende des Programms mache ich ihn auf und räume nicht aus. Und sie zuckt aus und schreit. Ich habe auch geglaubt. Hat sie geschrien? Was das gemacht hat? Was das gemacht? Eine geschaut hat so. Und dann ist sie mir gekommen und hat gemacht. Und das war das Äußerste an negativer Emotion, was ich in 3,5 Jahren geschenkt bekommen habe. Jetzt musste ich reagieren. Was machst du jetzt? Und nachgelegt habe ich. Ich habe beschlossen, jetzt als Provokation wieder im Stehen zu pinkeln. Das verstehe ich nicht. Was heißt wieder? Was hast du gemacht bis jetzt? Nein, nicht so. Hör auf, Gerhard, bitte.
Nein, Michael. Na, enttäusch mich nicht. Ich bin selbstverständlich seit vielen Jahren sozialisierter Sitzpinkler. Was glaubst denn du? Ja, sag einmal. Das machen alle. Warum? Aus religiösen Gründen oder wo? Aus hygienischen Gründen, aber das ist mir jetzt eh wurscht. Was machst du? Ich stehe mit 2 Meter Abstand von der Muschel. Ja. Ein großes Badezeug, ja. Die Brille ist unten. Ja, gut. Ja? Meine Hände sind wo? Wo? Da sind meine Hände. Da sind sie. Was macht mein Becken? Was macht es? Es rotiert! Ja, 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 ja. So stehe ich da. Mit ausgeschalteter Zielautomatik. Ja. Mit was? Mit ausgeschalteter Zielautomatik. Na, Gerhard, was ist verstehe ich nicht? Ich muss ganz kurz für Nier simultan übersetzen. Ich brunze mit Absicht. Ach so, damit. Ja. Ich will das nicht so sagen. Was falls hat denn jeder verstanden? Ja, ich habe es halt nicht. Du redst immer so geschraubt daher, dass man nicht weiß, worum es geht. Entschuldigung. Alter, ich bin ein Perser, mit mir muss Deutsch reden, sonst verstehe ich es nicht. Sag halt, du brunzst da nicht. Entschuldigen Sie bitte. Na, kann man nicht brunzen sagen? Nein, brunzen. Kann man... Hör auf. Brunzen. Hör auf. Brunzen. Lulu. Na, pass auf. Und der Effekt ist? Die Fliesen waren nass. Nein, das weiß ich schon. Das war der Effekt. Nein, bei deiner Freundin. Sie ist ausgezogen. Sie hat dich ins Wohnzimmer gezerrt und nein, hat geschrien. Du kennst sie nicht. Sie hat mich ins Esszimmer gebeten. Nein. Hat sie mit mir auf einem Tisch zusammengesessen, hat mir das alles erklärt und ausargumentiert. Ne? Und ich dann am Schluss? Was? Na, du dann am Schluss was? Ich hab den Geschirrspüler ausgeräumt und das Häusl sauber gemacht. Ja, was soll ich sonst machen, bitte? Das darf nicht wahr sein. Irgendwas läuft das schief bei euch in der Beziehung. Hast du eine Idee? Noch keine Ahnung, aber das kenne ich mich aus. Na, Entschuldigung. Na ja. Du hast einiges erlebt und du liest viel. Ich habe jetzt wirklich, also ich habe so ein Dings gelesen, so ein Beziehungsrat. Gerhard, es gibt 3 Fragen, mit denen man eine Beziehung analysieren kann. Ernsthaft? Ja. Stellen wir diese 3 Fragen, bitte. Ich gebe dir. Das ist aber beinhart. Ich gebe dir ehrliche Antworten. Machst du nichts, dass ich leid sage? Nein, ich will, bitte, alles, was mir weiterhilft. Okay, dann weißt du, was los ist in deiner Beziehung. Bitte sag. Die 3 wichtigsten Fragen für eine Beziehung. Sag. Erstens, schreit sie dich an? Nein, sie erhebt ihre Stimme nicht. Ist nicht ihr Stil. Okay, also gar nicht, oder was? Manchmal, wenn sie irgendwo auch rennt, sie ist nicht geschickt, wenn sie sich wehtut. Aber mich persönlich schreit sie nie an. Zweitens, ist sie eifersüchtig? Na, überhaupt nicht eifersüchtig. Null. Grenzenlose Harmonie, Verständnis, sie liest in mir wie in einem offenen Buch. Das ist schön. Also sie liest auch meine SMS, meine E-Mail und mein Tagebuch. Ist aber null eifersüchtig. Pass auf, dann eine 3. wichtigste Frage. Macht sie dir grundlos Vorwürfe? Na, nicht einmal mit Grund. Dass sie dir wirklich? Na. Dass sie dauernd sagt, she's a lady. Wow, 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 she's a lady. Naja, das sind 0 Punkte, ne? Das sagt man nichts. Die Analyse bitte. Ja, gerne. Das ist vielleicht nicht gut, wenn ich es da jetzt sage, wo man da im Fernsehen ich habe so aufrichtig weiter. Diese ich sage Fragen es dir nicht vor den Leuten. Das ich will die Analyse ich haben. Dir, nein, Michael, mach, ich bin ein Michael, Freund. Ich sage es nicht vor Fremden. Die Analyse! Jetzt! Okay. Gernot? Ja? Diese Frau liebt dich nicht. Ernst gemeint? Ernst gemeint. Sie liebt dich nicht. Das muss man vor die ganzen Leute sagen. Ich habe gesagt, das ist wieso, lieb, wieso liebt sie mich? Ja, das ist ja eine Frau. Jetzt, was hast du da für ein Bierchen gelesen? Gib mal Begründung. Eine psychologische Erklärung. Eine bitte Frau, sag, bitte, Gernot, eine bitte, Frau. Bitte hilf mir. Eine Frau. Eine Frau. Die dir nicht. Ja. Den ganzen Tag grundlos am Arsch geht. Die liebt dich nicht. Na, Entschuldigung! Bitte! Warum klatschen auch so viele Frauen mit so einem Macho-Spruch? Nicht alle. Ist ein Liebesbeweis, wenn man grundlos angefeuert wird. Ja, Frauen zeigen so ihre Liebe. Wie? Ja, indem sie dauernd sagen, weiß ich nicht, setz dich hin, steh wieder auf. Geh ein bisschen fort, wann kommst du endlich heim? Trag den Mist runter, trag ihn wieder auf. Ja. Nein! Bei mir und meiner Geliebten ist es nicht so. Na, bei mir ist es so. Sie liebt mich. Meine Freundin liebt mich. Ja. Ehrlich, aufrichtig. Ja, okay, auf gut. Entschuldigung. Ja, sie liebt mich. Ja. Auf eine sehr erwachsene und sehr reife Art. Warum lachst du jetzt? Nein, warum lachst du? Na, lustig. Ich hab nichts Lustiges gesagt. Doch, reif und erwachsen. Was war da jetzt lustig? Entschuldige, reif und erwachsen. Wie alt ist sie?
Die Beziehung ist 3,5 Jahre alt. Nein, nicht die Beziehung, die Freundin. Wie alt ist sie? Jünger. Ja, jünger. Wie viel ist sie jünger? Ja, die... Na was? Ne, so wie beim Ashton Kutcher und wie bei der Demi Moore. Na, sogar ein Jahr weniger als beim Ashton Kutcher und der Demi Moore. Wobei, bei uns bin ich der Demi. Bei uns ist... 13 Jahre. Naja, 13 Jahre jünger, na, da kannst du nicht sagen, ist eine reife und erwachsene Beziehung. Na, Entschuldigung. Mit seine 46, glaubt er, das ist 13 wenig, 46. Ist ja wurscht. Sie dürfen gerne lachen, den ganzen Abend. Na, lächerlich. Du lachst mal nicht. Na, du. Doch, ich gerade lache. Du lachst mal nicht. Wie mit einer Jüngeren. Wie alt, ist, wie alt ist denn deine Freundin? Ja. Ja? Genau. Wie alt? Was? Wie alt? Wer? Deine Freundin? Ja. Wie alt ist auch deine Freundin? Ja. Michael? 1,85. Michael! Die Sache ist die. Ja. Wie alt ist deine Alte? Es ist wie bei euch. Gib doch mal Ruhe. Es ist so peinlich. Eben nicht wie plus, bei uns. Plus, minus. Genauer. Minus, minus. Minus. Weil in deinem Fall, du könntest original ihr Vater sein. Ja, danke, das habe ich gebraucht. Sehr lieb. Gern geschehen, ja. Gern geschehen. So hat der Herbert auch gesagt. Ja, who the fuck is Herbert? Ihr Vater. Da möchte ich mich entschuldigen. Ich habe nicht gewusst, dass du schon bekannt und gut bist mit den Schwiegerleuten. Ja, natürlich. Verdammt, sehr gut. Das ist das erste Mal. Ich habe schon 8 Beziehungen gehabt. Das ist das erste Mal, dass ich mich mit den Schwiegereltern so gut verstehe. Das ist logisch, selbe Generation. Ne? Da weiß man sich was zum Erzählen. Das erste Mal keine Nazis. Was? Es ist wirklich. Aber sehr vorsichtig, die wachsen noch. Ja, nein, hoffentlich nicht. Nein, wirklich lieb, sehr nett, lieb. Und dann gibt es ja diese unangenehmen Momente. Warum? Wo du plötzlich allein bist, das erste Mal. Wo sie Mal rausgeht, die Freundin. Aufs Klo oder was? Das wart ihr drei dann? Gar nichts, war super, geredet haben wir. Vicky, Slime und Pepper. Ja, danke. Und dann ist kurz ein bisschen, also wie soll ich sagen, dann ist ein bisschen, ja. Sag. Na ja, der Schwiegervater und ich sind draufgekommen, wir kennen uns von früher. Woher? Aus der Schule. Na! Mathematikprofessor. Mitschüler, selbe Klasse. Hör auf! Einer von den drei, die mir in Miski wegsteckt. Mufti-Stopfer! Der Herbert. Der Herbert. Der Herbert. Aber das finde ich jetzt lustig. Was? Na, ihr seid gleich alt, was sagst du? Papa. Papa. Gleich alt, das ist lustig. Na ja, gleich Papa alt, ja. Gleich alt war eh super, ich bin ja 3 Jahre älter, ne? Das ist aber interessant, oder? Was? Wie geht es, dass zwei in derselben Klasse ja sind, einer aber um 3 Jahre älter? Bitte, bitte um Aufklärung, ja, bitte sehr. Ja, Alter. Na, sag's den Leuten, komm. Was denn? Sag's ich der Fernsehnation. Bin früher auf die Welt gekommen. Zweimal? Ja, einmal in, einmal in Mathematik, einmal in Physik. Ja. Aber ich hab, Michael, habe ich es doch nicht gesagt? Was? Dass du die Dinge zu Ende bringen sollst. Ich habe keine Matura. Ich bin ja, ich, sitzen bleiben im Gegensatz zu mir hast du keine Matura. Ja. Ich habe im Gegensatz zu dir A- und B-Führerschein. Ja, im Gegensatz zu dir den Präsenzdienst abgeleistet. Ja. Im Gegensatz zu dir eine abgeschlossene Bühnenberufsausbildung. Ja, habe ich im Gegensatz zu dir. Habe ich nicht. Hast du meine Frage beantwortet? Was? Wieso bist du der Direktor vom Kabarett Simpel? Ist mir jetzt ausgerutscht, Entschuldigung. Aber ganz neidfrei, glaube ich jetzt, das ist, jetzt muss das einsehen. Was muss ich einsehen? Ja, meine Überlegenheit. Ich habe den Vogel abgeschossen. Wieso? Ich habe den Jagdschein gemacht. Nein. Meine Freundin ist Vollakademikerin. Ah ja, die ist ja Doktor. Frau Doktor. Gratuliere. Danke dir. Die hat ihre Doktorarbeit selbst geschrieben, das macht ja heute auch keiner mehr. Sie ist Frau Doktor. Ich habe nie geglaubt, dass sich sowas mit mir überhaupt abgibt. Das tut sie. Wieso? Und sie liebt mich. Man, sie streitet halt nicht, aber sie ist perfekt. Ich werde sie heiraten. Heiraten brauchst du aber nicht, gell? Du heiraten. Na, für was? Bubentraum, weiterer Bubentraum. Was denn? Ich bin dann stolz einfach, ich bin dann stolz, dass ich so eine Frau habe. Sitzt dann zu Hause, das Telefon läutet, hebe ich ab, sage ich, hier bei Dr. Gernot. Sei Traum, bitte. Bin ich der Dr. Gernot? Gernot? Na, sicher. Du, meine ist mir aber auch sehr überlegen. Was macht deine Freundin? Sie ist Model. Na, beruflich. Ja, sage ich ja, Model, ne? Nein, was sie beruflich macht. Model, bist du ehrlich? Model ist Model kein Beruf. Was heißt Model ist kein Beruf? Entschuldigung. Entschuldige gern, was? Eine Nullqualifikation. Was heißt Nullqualifikation? Ein Kleid anziehen und über einen Laufsteg gehen und fotografiert werden, das kann jedes Eichhörnchen. Was ist da eine Qualifikation? Ja, das sind diese Vorurteile, weil du dir nur so einen Schaß ausschaust wie Austria's Next Topmodel. Oder diese das ist eine Blöden Sensation, ist ein Freakshow. Ja, da zahlen sie immer irgendwelche Weiber daher, die blären, wenn sie das Häusl nicht finden. Ja, das gibt's ja nicht. Ist das nicht so? Nein, Model ist ein seriöser Ach Beruf. So, hab ich nicht gewusst.
Du meinst das ernst, gell? Ja, das meine ich ernst. Entschuldigung, du meinst das ernst? Wir sind Musterknaben, ich möchte mich in aller Form bei dir entschuldigen. Na, okay. Ich habe Vorurteile und... Ja, wirklich wahr. Ich bin jetzt eines Besseren belehrt. Ja, Model ist ein möchte mich ein bei dir entschuldigen, Beruf bei deiner Freundin, danke. Ja, bei allen Models hier im Publikum. Ja. Wobei, gesehen hätte ich keine. Also bist unhöflich, sei nicht so unhöflich. Modeln ist ein Beruf und deine Freundin ist darüber hinaus ein sogenanntes seriöses Model. Ja, ja, ja. Die macht keine schmuddeligen Sachen. Genau. Willst du da watschen? Keine! Also keine, ja. Was meinst du? Bademoden. Bademoden? Bademoden. Bademoden? Bist du verrückt? Sie macht doch keine Bademoden. Was macht sie? Dessous. Ja. Aber Bademoden macht sie. Aber ich muss wirklich Model zugeben, ist halt ein Beruf, deine Freundin ist so fesch. Nein, das ist wirklich, das ist eine Erscheinung. Wenn man die beiden zusammen sieht, zum ersten Mal muss man das wirklich sagen, obwohl er dabei ist, sie sind ein hübsches Paar. Ja. Nein, muss gesagt werden. Naja, so schön habe ich da nicht. Du! Du mit deiner Akademikerin. Mit meiner Frau Doktor. Gernot. Ja? Um Gottes Willen. Was ist denn? Na, mir ist jetzt gerade klar geworden, was bei euch los ist, ohne Spaß. Wie sag's mal? Die ist ja Doktor. Die ist Frau Doktor. Und sie streitet mit dir nicht seit 3 Jahren. Seit 3,5 Jahren. Ich weiß, warum die bei dir ist. Bitte sag's mir. Das ist eine Psychologin, die macht nur ein Experiment. Ha, ha, ha. Na ja. Sie ist bei deiner hat sie eine Wette verloren, oder was? Nein, lass ich mir nicht gefallen. Sind doch super, unsere Freundinnen. Ja, jung, energievoll. Genieren tue ich mich. Aber was, wofür genierst du? Altersunterschied. Aber hör auf mit dem. Ja, dass wir so alte Trotteln wie wir so junge Freundinnen haben, ist ja nicht normal. Es ist normal. Glaubst? Ja. Glaubst nicht, dass wir was haben? Wir zwar? Ja. Wahrscheinlich. Nein, ich meine, es ist ein Boscher oder so. Na, wenn, haben maximal die und Boscher. Wir sind okay. Und auch wenn irgendwelche Leute, dass ich das Maul zerreißen und sagen, wir sind... Nein, hast du nicht gelesen? Was? Standard Posting. Was haben Sie geschrieben? Gernot und Nirvarani leiden unter dem Lugner-Syndrom, ist gestanden. Klammer auf, alter Sack, junge Frau, Klammer zu. Na, sehr originell. Ja? Stimmt aber, ist ja wahr. Nein! Schau auf die Welt, betrachte das wissenschaftlich. Wissenschaft. Schau auf die Welt, schau auf die Geschichte der Menschheit, ganz egal welche Epoche, ganz egal welcher Kulturkreis, das hat es immer gegeben, das gibt es, das wird es immer geben. Älterer Partner, jüngere Partnerin. Warum gibt es etwas in der Natur häufig? Ich habe keine Ahnung. Ich sage es dir, weil es natürlich ist. Weil es sich bewährt hat, weil es gut ist, weil es so gehört. Und dann braucht man ja nur schauen, bitte, wenn es zur Partnersuche kommt in der Brunftzeit bei den Menschen oder den artverwandten Wirbeltieren, dann sucht ja die Elite ihrer Generation, nein, sucht immer. Wer? Die sucht es, sich zu verbessern. Wer? Die Elite ihrer Generation. Wer ist das? Unsere Freundinnen. Ah, die zwei sind die Elite der Generation. Na, ich finde es eh super. Ja, passt. Ja, und die wollen was Besonderes, deswegen orientieren sie sich ganz nach oben bei der Partnersuche. Was die Spitze der Evolution, die Krone der Schöpfung. Ja, jetzt bist aber du der Trottel. Entschuldige, wenn die bei der Partnersuche, ja, wenn die als Partner die Krone der Schöpfung haben wollen, ja die sind ja mit uns zusammen. Ich verstehe nicht. Aber wir sollen suchen helfen. Na, oder was? Michael. Du und ich. Wir zwei? Ja. Was ist? Wir zwei sind die Spitze der Evolution, die Krone der Schöpfung. Ich glaube, ich bin eine Sackgasse der Evolution, ganz ehrlich. Hast du das begriffen? Das ist ein Prinzip. Naja, das Prinzip, dass die Jüngeren... Gernot, richtig, im Tierreich. Ich habe letztens ein Universum gesehen. Mit einem Fernrohr. Na, der Fernseher ist nicht so weit weg. Ach so, die Fernsehsendung. Entschuldigung. Ja. Und in diesem Universum ging es um Löwen, ja? Löwen. Bitte? Löwen. Ah, wir sind in Österreich. Mit W geschrieben, mit B gesprochen. Ah, Löwen. Ach, darum habe ich nicht gleich gewusst, was das für Viecher sind. Ja, die Löwen. Na, pass auf, die Löwen leben in Rudel. Ne? Das ist ein Löwen Rudel. Gut beobachtet. Löwen Rudel. Und in Rudel werden dann die jungen Weibchen geschlechtsreif. Aber die Löwin, da geht es um die Elite, da geht es um die beste, die beste Jägerin. Beste Jägerin, die kräftigste, klügste, die Elite. Wie heißen die eigentlich, diese Weibchen, diese besonders begabten? Tierreich? Im Tierreich. Die wissenschaftliche Bezeichnung? Also bei den Löwen, wie heißen die? Löbinger. Löbinger, die Löbinger ist ein Blödsinn. Nein, Entschuldigung. Geben wir ihr einen neutralen Vornamen. Sissi Löbinger. Und Sissi Löbinger wird geschlechtsreif, meine Damen und Herren. Und Zeit wird's. Und na, also jetzt ernsthaft, die Löwin wird geschlechtsreif und die sucht sich keinen Gleichaltrigen. Nein, die will ihn. Sie will den Rudelführer. Den Rudelführer, ja, ihn, den Alten. Den Alten Löwinger. Den Alten Löwinger. Nein, die wollen... Ja? Was? Ja, Alten Löwinger. Ja.
Und der sagt dann, jetzt will ich mir einen Buschel geben. Der Bürgermeister. Das ist ja lustig, alle unter 25 schauen aufhören machen. Löbinger. Der Löbinger. Die Löbinger Bühne. Der erste österreichische Rapper. Schön, 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 schön. Auf YouTube, YouTube. Nein, no, zurück. Ja, no. Zurück zur wissenschaftlichen Erklärung. Sie will den König der Löwen haben, nämlich Simba, Simba bin ich. Nein, ich bin auch Simba. Na, du suchst dein eigenes Viech. Bin der Vize-Simba. Na, was bin ich? Ich bin der König der Wüste und du bist auch ein König. Du bist der König des Dschungels. Oh. Du bist der Bing-Bong. Der prachtvolle Silberrücken. Bist du deppert, bitte? Der Chef von der Gorilla. Ja, ich bin ein Gorilla. I wanna be like you. Ja, dass du mich beleidigst, davon leben wir. Das sind prachtvolle Tiere. Entschuldige, wenn ich ein Gorilla bin, ist ja sie auch. Die klügste, schnellste, beste aller Gorilla-Mädchen. Ja, danke, sehr lieb. Und wenn ich nach der Vorstellung anrufe und sie fragt mich, wie es war, was soll ich sagen? Soll ich sagen, was du gesagt hast? Sie sagen, schöne Vorstellung. Der Gerhard hat vor 500 Leuten, und im Fernsehen, hat der Gerhard gesagt, du Model ist was für Eichhörnchen, aber du warst eher oft. Ich meine, entschuldige. Ja, aber was meine Karin wird sich auch wirklich... Ja, dann sage ich dir was. Meine Karin wird sich sehr geschmeichelt fühlen, aber wenn ich dir sage, dass du... Ja, aber deine Karin hat im Gegensatz zu meiner Karin... Was ist da jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist, dass deine Karin... Jetzt werden Sie glauben, das gibt's nicht, dass beide Karin heißen, gell? Ach so, nein, das ist kein Zufall. Ja. Wir sind mit derselben Alten zusammen. Ja. Ja. Aber ich meine, waren die Spätpuppert? Nein, aber... Nein, natürlich nicht. Leider Schmäh. Unsere Freundinnen haben sich von uns auserbeten, dass wir sie in diesem Programm namentlich nicht erwähnen. Ja. Und das achten wir. Ja. In der Zeitung ist ihnen wurscht, aber im Programm wollen sie nicht genannt werden. Ja. Und sind wir uns doch ehrlich, es geht sie eigentlich auch nichts an, wie die heißen. Karin und Karin. Karin und Karin, die Privatsphäre wird gewahrt. Ja, wir werden die Namen nicht nennen. Die Fotos zeigen wir ihnen. Ja! Wir sind ja so stolz. Darf ich Ihnen zuerst bitte meine Karin präsentieren? Schau, wie schön. Ist die eine Schönheit? Jetzt die von Michael. Ist meine Karin? Model. Schau! Model, sieht man sofort. Wahnsinn, das sieht man sofort, ja. Und Wahnsinn, was? Was uns diese Frauen für eine Energie schenken. Ja, die Energie, die von den jungen Frauen auf uns rüberspringt. Kulturprogramm. Toll. Ja. Sportprogramm. Was die mit uns machen. Einkaufsprogramm. Bitte, meine Freundin spielt Tennis wie eine Göttin und sie hat mir die Natur zurückgeschenkt. Nein. Wegen ihr gehe ich wandern und es macht meine Freude. Du hast Beweiswandern. Beweiswandern. Wandern und bitte was? Bergwandern. Ja, aber aufhören bist du nicht gegangen. Oh ja, ganz oben. Nein. Ja? Zu Fuß. Nein. Ja. Bitte, ich auch. Ich gehe ja Radfahren. Beweisfoto. Beweisbild. Vorbildlich mit Helm, meine Damen und Herren. Was ich gern habe, ist Schwimmen. Ich gehe so gern schwimmen. Da steige ich mich so rein. Bitte das Foto. Schau dir das an. Betrug! Wieso? Das ist Otto Schenk im Irrsee. Was hat das mit dir zu tun? Und dann ist natürlich mit den jungen Frauen, da muss man einmal drüber reden, der Sex. Also bei den Nein, jungen da Frauen nicht ist der Sex folgendes. Musst du ihm sagen, das du ist sehr energetisch, was verklemmt. Ja. Wirklich? Ja und? Naja, was? Man kann doch über Sex reden, entschuldige. Ja, aber was müssen wir dazu? Ja, weil es mit den jungen Frauen, kann man nur empfehlen. Also wirklich, den älteren Herren kann man das nur, ihnen vielleicht nicht, sie schauen ein bisschen schwach aus, aber sonst. Kann man, nein, das Problem, also wie soll ich sagen, es ist sehr schön, es ist dauernd. Also bei jungen Frauen der Sex ununterbrochen. Was heißt dauernd? Nur. Also, wachst auf in der Früh, bist mittendrin, weißt nicht wieso. Ja, so. Und jetzt ist durch diesen dauernden Sex, ist es, also früher, wenn ich die Stiegen raufgegangen bin bei mir, ja. Fünf Stockwerke, habe ich keine Luft mehr gekriegt. Ne? Das ist ja das Tolle. Und jetzt, weil der Michael jetzt auch Sport und ist der Sex, so fit, der läuft fünf Stockwerke rauf, macht durch den dauernden auf, Sex so fit. Hey, jetzt, lass mich doch ausreden. Entschuldigung. Durch den dauernden Sex kriege ich jetzt im Schlafzimmer auch keine Luft mehr. Das habe ich nicht gewusst, Entschuldigung. Kann nicht mehr. Michael, was macht's denn mit dir? Ja, Akrobatik? Nein. So, was das ist so. Du hast Socken ausprobieren. Nein, ich sag, bindet sie dich fest? Festbinden. Festbinden. Nein, das war eh super, da könnte liegen bleiben. Nein, sie. Na, aber was ist das Problem? Sie bewegt sich dauernd, so ist es. Beim Sex? Beim Sex ist sie dauernd in Bewegung. Immer in Bewegung? In Bewegung, Bewegung. Ja, dann Bewegung. Ist es klar. Was ist das? Ist der Fluchtinstinkt. Nein, sie sagt, man muss Abwechslung. Ja, Abwechslung. Alle drei Sekunden. Ist woanders? Ist alle drei Sekunden, ist rechts, da ist links, da ist vorne, da ist oben, da ist unten, hinten. Lass es was hinten, das bringt gar nichts, da fragst du. Aber was ist jetzt... Naja. Wo ist das Problem? Naja. Naja, vorne, hinten, unten. Ja. Was sagt? Naja, das Problem ist, dass wir letztens waren wir mittendrin und grüß Gott, ne? Wovon redest du? Naja, wir waren mittendrin, ne? Ja, ja. Ja, so. Und auf einmal, weißt du... Nein, weiß ich nicht. Naja, so... Naja... Michael... Naja.
Na, also wenn du denkst, das passiert mir nicht. Ich hab das schon gehört, dass das gibt, aber mir passiert's nicht. Wovon redest du? Na, du bist mittendrin und denkst da, und dann denkst du, oh. Michael. Wo du dich fragst, wo ist er, was hat er? Na. Was? Ihr habt's einen Dritten dabei, ihr seid ja die Erbsen. Das hätte dann nie zutrauen. Wir haben keinen Dritten. Ihr schon, oder? Ihr schon. Ja. Wir haben keinen Dritten dabei. Du kommst. Erklär mir, was ist das Problem? Drinnen kommst du drauf und auf einmal denkst du. Sag. Der Kranführer ist nicht da. Was? Bob, der Baumeister. Das ist er sicher. Wir schaffen das, wir schaffen das. Ja! Du musst deutlicher reden. Ich kenne solche Probleme nicht. Ach, der Herr Gut kennt solche Probleme nicht. Wirklich nicht. Kannst du? Ja. Lass mich ausreden. Zweimal hintereinander Sex haben. Ja. Ja, zweimal hintereinander. Zweimal hintereinander. Ja, aber zweimal. Da bin ich ehrgeizig, da bin ich wieder Duracell-Hase in der Beziehung. Alter, nicht Alabe, Allah. Bist du deppert? Na, du hast da abgefahren. Da nicht, ich hab da oben ja, getrommelt. Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. So weit wir trommeln einander zum ersten Höhepunkt. Ja, aber zweimal hintereinander? Kurze Verschnaufpause und geht schon weiter. Okay, wie lange ist die Pause? 3-4 Tage. Aber dann bin ich wieder voll dabei. Also mittendrin. Im Geschehen. Das ist was anderes. Und bei dir? Na, 5 Tage ist ja was jetzt. Aber generell, nicht nur beim Sex, sind natürlich junge Frauen, also die Frau des 21. Jahrhunderts. Sehr schön. Die Frau des 21. Jahrhunderts hat sehr große Ansprüche, hohe Ansprüche an den Mann. Und mit das dem ist sie, gut na, so. Das ist nicht schlecht, das ist super, aber es ist natürlich anstrengend. Ja. Sie na, wollen, früher war man entweder Jäger oder Sammler, das ja, ist halt Jäger, Sammler, so. Macho, Lulu, wurscht, genau. Hat's gewusst. Ja. Nehmen wir mal Lulu. Ja. Der moderne Mann muss alles sein. Ja. Er muss Nummer 1 sein im Berufsleben. Aber maximal 25 Wochenstunden dafür arbeiten. Weil der muss viel Zeit haben, um zärtlich sein, verständnisvoll sein, knuddeln, kuscheln. Der muss sich eigentlich verhalten wie der beste schwule Freund einer Frau, aber gleichzeitig muss er im Bett Gas geben, wie die Kavallerie vom Attila, dem Hunnenkönig. Weil Frauen wollen einen verständnisvollen Mann, also der muss mit ihnen reden und so, aber eben halt auch einen Mann. Einen urwüchsigen, einen echten Mann. Ja, freilich, wenn du kein Mammut heimbringst, dann sag fressen auch gleich, was? Und du musst es vorher selbst erlegen. Das will die moderne Frau, der Mann muss ein Mammut erlegen. Du musst das töten. Mammut töten. Töten! Töten! Ich muss ein Mammut töten! Ja. Ich kann nicht einmal einen Videorekorder programmieren. Wir schaffen das, wir schaffen das. Ja. Aber wir bemühen uns, oder? Aber wir schaffen das nicht, Michael. Glaubst. Weil wir haben viel gelernt. Wir waren früher, in unseren früheren Beziehungen waren wir eine Zumutung. Aber inzwischen sind wir, glaube ich, wirklich tolle Partner. Na, wir sind lernfähig gewesen. Und lernfähig. Beim letzten Programm haben wir es noch lustig gemacht über das gemeinsam einkaufen gehen. Ja, schrecklich, das war. Aber inzwischen, jetzt ist wunderbar. Man muss die Ausbildung zu Ende bringen. Wenn man sich auskennt mit Kleidern und so, er kennt sich aus, mit den modischen Schnitten. Er ist Schnitte, Farben, du? Ja, ich Schuhe. Wir kennen mich aus, ja, das ist toll. Und auch die anderen Dinge, diese esoterischen Sachen, die Frauen, also esoterisch ist so negativ belegt, das überdimensionale. Wo Frauen im Schnitt einen klaren Vorsprung haben. Ja, genau. Das Feinstoffliche. Da muss man als Mann, also da muss man mal. Das Spirituelle. Schau, die Männer. Na, aber da muss man offen sein, auch in einer Beziehung. Lest einmal die Bücher, die sie euch schenken, was? Ja. Du hast völlig recht. Was wir gelernt haben. Na, die lachen uns aus. Nein, sag, was wir gelernt haben, das ist ja wichtig. Aber die lachen uns sicher aus. Es ist wurscht, aber die Leute sollen wissen, wie die Welt funktioniert, das Leben. Unsere Freundinnen haben uns beigebracht, unsere Wünsche, unsere innigsten Wünsche, direkt an das Universum zu richten. Genau so ist es. Da gesagt, das Kudern. Na sicher. Nein, aber das Leben funktioniert wirklich so. Ja, ich hätte vor einem Jahr hätte ich auch noch gelacht. Ja. Nein, aber ich habe die Erfahrung gemacht, das funktioniert, das ist eine Sensation. Ja. Ich fahre zu jeder Tageszeit mit einem Auto in jeden Bezirk von Wien und ich bin total ruhig, weil ich weiß, ich habe meinen Parkplatz, legalen Parkplatz. Warum? Ich habe ihn zuvor beim Universum bestellt. Genau so ist es. Nicht beim Magistrat, beim Universum. Und es funktioniert. Wenn man sich im Leben was wünscht, darf man dem nicht verzweifelt nachlaufen. Ich will das. Sondern in Ruhe sitzen und warten, dass es passiert. Da bist du geboren dafür. Mein Leben doch nur herumgesessen und hab gewartet, dass was passiert. Ja, du bist der geborene Bio-Buddha. Ja, wirklich. Ja, natürlich. Ich habe mir als Kind. Entschuldigung. Ich habe einen natürlich Bio-Buddha nachgeformt. Ich habe mir als Kind einen Esel gewünscht und ich habe nie, ich will einen Esel. Ich habe einfach gewartet. Es hat lang gedauert, aber. Was? Ich hab nur einen Bio-Buddha. Wirklich nicht.
Und bitte, unsere Freundinnen waren großzügig. Sie haben uns beigebracht, mit den Engeln zu kommunizieren. Das ist toll. Das und bitte ist toll. Auch also, nicht lachen. Die Engel gibt es. Sie helfen. Es gibt Engel, gell? Sie helfen uns das ganze Leben. Man kann mit ihnen kommunizieren. Ich habe erst vorgestern, gell? Was hast du? Was hast ganz du? Liebe Grüße, soll ich das sagen. Von wem? Vom Erzengel Gabriel. Nein. Sie ganz liebe Grüße. Der Gabi hat sich wieder gemeldet. Ja. Der war ja verletzt, gell? Der hat sich schwer verletzt, wenn den rechten Ezechiel verstaucht. Ja. Aber es geht ja nicht. Durch welchen Channel hat sich Gabriel dir offenbart? Facebook, wie jedes Mal. Und wir sind darauf gekommen, natürlich haben Männer und Frauen dieselben Fähigkeiten in sich. Sie sollten auch schon längst dieselben Rechte genießen, auch in einem modernen Land wie Österreich. Ja. Sprich nur Bezahlung. Gell? Vor allem die Bezahlung. Es ist eine Schande, dass in Österreich Frauen und Männer nicht gleich bezahlt werden. Das ist ein Witz. Na, pfui Teife, da muss man sich genieren, das gehört auch mal gesagt. Ein gendermäßiger, aufmunternder Applaus, meine Damen und Herren. Ja, da tun sie sich schwer, die tristigen Dollar, was? Da sitzen sie, die Machos, so ja. Schön, das ja. Geht's. Genau. Und wir sind aber drauf gekommen, natürlich sind sie aber nicht gleich. Männer und Frauen, ganz anders. Haben ganz ihre, anders. Ihre Eigenheiten und das ist gut so, das gehört ja auch so. Na, vor allem ist es ist natürlich auch schwierig, weil wenn, in einer Beziehung ist es ja so, dass Männer und Frauen Dinge, die in der Beziehung passieren, ganz unterschiedlich sehen. Die Sicht der Dinge. Also komplett anders. Ja, da passiert ein Beispiel. Was, da ein passiert Beispiel. Was ja? Und dann fragst du ihn, was war, dann fragst sie, was war und du glaubst, die zwei haben sie noch nie gesehen. Genau. In dem ganzen Leben. Wir haben Ihnen ein kleines Beispiel. Das ist nicht böse gemeint. Nein, ist nicht böse gemeint. Ein Beispiel aus deinem Leben. Ja, also in meiner Beziehung gab es eine kleine Diskussion. Wir wollen Ihnen das jetzt vorspielen und nachher zeigen wir Ihnen die Reaktion der Männer und der Frauen. Also, wer spielt wen? Ich, bitte. Wenn spiele Michael Nirvarani. Das wünsche ich mir. Du möchtest mich spielen? Ja, ein Leben lang. Freut mich. Wie willst du mich spielen? Ich will dich spielen ohne Witze über Haare oder Bauchel. Macht man immer. Wir sind Musterknaben. Mhm. Ich spiele dich, damit die Leute mich erkennen als dich mit leichtem Rundrücken. Was? Du gehst ja, so. Aber wir ja? Gehen doch nicht so. Esmeralda! Ja, Esmeralda brauchst du jetzt. Das ist ein Blödsinn, das ist ein Blödsinn. Das. Also, die Karin war zu Hause und hat sich die Beine rasiert. Wir waren verabredet, um nachher ihre Freundinnen aus Tirol zu treffen. Und Michael Nirvarani kommt nach Hause. Hallo Schatzimaus, Entschuldigung, ich habe mich verspätet. Tut ja. Mir leid, ich liebe dich. Na, sowas sage ich nicht. Du sagst nicht, ich liebe dich? Oh ja, ich sage, ich liebe dich sehr gern. Was sagst du? Schatzimaus, ich putze was. Achso, anderer Kosename. Gar kein Kosename, bitte. Bitte? Kosename ist schlecht für eine Beziehung, das ist ja herabwürdigend. Ist gut, ist persönlich. Nein, das ist beleidigend. Liebevoll. Mein Pumpfi, mein Bärli, Entschuldigung, mein Kaxi. Wie sagst du zu deiner Süßen? Ja, Karin. Und sie zu dir? Herr Direktor. Finde ich nicht sehr romantisch. Wieso das romantisch? Herr Direktor, muss ich weinen, so romantisch. Hast du keinen Kosename oder was? Sicher. Na, was sagst du? Hase. Na, nicht so Hase. Hase. Na, gerade so mit Hase. Hase. Du hast keinen Sex mehr, was Hase sagst. Du hast wirklich keine Ahnung. Um Sex zu bekommen, sag ich Hase. Wirklich? Ja. Du gehst hier und sagst Haselein? Nein. Ist ja ungeil. Nein, nie mit Babysprachentonfall. Nie, 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 nie. Wichtig. Timbre. Was? Timbre. Ich nähere mich meiner Freundin sanft von hinten, hauche ihr ins Ohr und sag Hase. Da macht sie dann schon. Und dann sag ich noch, magst wieder mit der Karotte spielen? Hast du den Schauer der Erotik verspürt hier im Saal? Das Stadttheater bebt vor Lust. Ich glaube, es ist ein Kreislaufkollaps, so. Aber wurscht, das ist aber. Aber Michael, natürlich sage ich es nicht. Oh ja, ich umschreibe ja. Zärtlich, romantisch, wenn ich Sex will, umschreibe ich es poetisch. Nein, das freut mich. Was sagst du? Bück dich, du Schlampe. Unromantisch. Was bist du? Nicht so direkt. Bück dich, du Schlampe. Bist du direkt? Ja. Das gefällt dir gut, das ist ja Tirolerin. Weißt du, was ich meine? Die so. Haben mehr als ja, dann weiß ich jetzt mehr. Bodenständiger. So, ist ja wurscht jetzt. Also, die Karin hat sich die Beine rasiert und Michael Nirvarani kommt zu spät nach Hause. Bück dich, du Schlampe! Ja, sicher. Ja, ich sag's nicht, ja, wenn wir reinkommen. Hallo, Karin. Ich sag nicht, wenn der Herr Direktor ist zu Hause. Die Karin. Gerhard, ich sag mal schwer. Gerhard. Aber du bist gut beinahe. Was? Du bist gut beinahe. Ja, das rutscht nicht an. Das ist weich, aber doch ja. Bissfest. Al dente des Bobschalis. Machen wir weiter. Hallo Karin. Gernot. Ich bin's, der Herr Direktor. Gernot. Hallo. Hör auf. Nicht Gernot, ich bin der Direktor. Hör auf. Ah, wieso? Der Kranführer ist wieder da. Wow.
böse Hand. Böse Hand. Jetzt kommst du daher zu spät. Ja. Hör zu, wir treffen in 10 Minuten meine Tiroler Freundinnen auf der Marie-Hilfer-Straße beim Starbucks. Das ist heute? Ja, das ist heute. Beeil dich, komm. Karin, ich möchte mich in aller Form bei dir entschuldigen. Wieso? Ich habe einen Fehler gemacht. Was denn? Du weißt, was ich für ein Chaot bin. Ja, ja, aber zieh dich um, wir fahren jetzt. Komm. Ich kann nicht. Wieso? Ich habe meiner Mutter versprochen, dass ich bei ihr vorbeischaue, um dort die Vorhänge aufzuhängen. Ja, schau, aber hörst du, spürst mir wie ein Volltrottel, gibt's es? Ja, das passt schon. Das heißt, du kommst nicht mit, oder? Ich kann nicht mit. Das war ausgemacht vor 3 Wochen. Das ist der einzige freie Tag. Es ist mein Fehler. Du hast recht, ich habe nicht recht. Also du kommst nicht mit. Ich komme nicht mit, aber bitte, verzeih mir. Ich mach's wieder gut. Karin, bück dich, du Schlampe. Meine Damen und Herren, das war eine detailgetreue Nacherzählung dieses Ereignisses. Daraufhin haben die Karin und die Karin miteinander telefoniert. Dann haben wir zwar telefoniert. Ja. Und wir haben... lesen wir dann das vor, gell? Die Original-Telefonprotokolle haben wir aufgetragen. Damit Sie sehen, wie die Männer reagiert haben und wie die Frauen reagiert haben. Ja. Wer lässt wen? Ihr wisst, jeder unserer Freunde. Jeder hat seine eigene Freundin. Aber damit es für die Leute klarer wird und schneller geht, meine ist ja Kärntnerin, deine ist Tirolerin, machen wir das mit den jeweiligen Landesdialekten. Ja, das ist aber nicht gut. Wieso? Ich kann nicht Tirolerisch. Ja, ihr seid auch seit 3 Jahren schon zusammen. Ja, und ich habe bis heute nicht ein Wort verstanden von dem, was Sie gesagt haben. Ich kann dir nicht einmal sagen, wie du mit Nachnamen hast. Ich verstehe es einfach nicht. Also ich probiere es, Tirolerisch. Das wird aber peinlich. Nein, das wird nicht peinlich. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Super. Danke. Wieso? Was ist passiert? Erzähl. Ja, nur damit er meine Freundinnen nicht treffen muss, macht er sich an den einzig möglichen Termin was mit seiner Mutter aus. Du, der interessiert sich überhaupt nicht für mich. Du, das ist nicht mit Absicht. Der will eh. Aber er kann nicht. Ah, ist das bei deinem auch so? Ja, der will auch viel mehr, als er kann. Ja, auf jeden Fall haben wir eine ganze Stunde gestritten, du. Ja, ich streit mit meinem überhaupt nicht. Ja, wieso? Macht er gar nichts, was dich ärgert? Oh ja, der macht mich rasend, am liebsten dann in der Schlung. Aber mein Schamane sagt, übe dich in Gleichmut und du wirst über ihn die Herrschaft erlangen. Ich hab die Herrschaft über ihn schon längst erlangt. Wo du? Der Herr, bitte? Wo du? Der Herr, der... Was? Wo du? Ja, das ist kein Wort, Herr Kollege. Oh ja. Na, wo du? Das ist kärntnerisch. Was heißt das? Schau, die Kärntner sprechen das CH nicht wirklich aus. Mhm. Anstelle des CHs haben sie so ein halbstimmhaftes so wie bei Kum, Michi, Sprich. Sehr interessant, dass die Kärntner mit dem CH Probleme haben und die Wiener mit dem HC, ne? So kreist sich der Schließ. So kreist sich der Schließ, ja. Ich hab die Herrschaft über ihn schon längst erlangt. Wo du? Der Herr Direktor ist ganz einfach gestrickt. Mit der Aussicht auf Sex macht er alles. Ja, das funktioniert bei meinigen genau auch so. Ja, auch mit dem Sex. Nein, mit dem Fernsehverbot. Du sag mir, war der Abend mit deinen Freundinnen, waren die sehr enttäuscht, dass der Herr Direktor nicht auftaucht ist? Aber nein, die waren froh. Die können den eh nicht leiden. Aber es geht ums Prinzip. Ja. Bist du mal falsch abgebogen beim Heimfahren? Aber es geht ums Prinzip. Ich nehme meins und meine Freundinnen auch nicht mehr mit. Warum? Weil er ist immer so peinlich. Letztens ist er nach einer Vorstellung zu einem Clubbing nachgekommen, haben sie ihn dort nicht reinlassen, haben sie noch gefragt, ob sie seine Tochter ausrufen lassen sollen. Du, aber weißt, was mir wirklich auf die Nerven geht? Was hast du denn weißt? Bitte? Wasch, weißt du? Auf Polnisch. Na, auf Tirolerisch. Wasch heißt weißt du. Ist Entschuldigung, habe ich nicht gewusst. Wasch. Die sagt drei, viermal am Tag, sagt Wasch zu mir. Es gibt kein stummes Weh.
Weißt du, was mir wirklich auf die Nerven geht? Ja, was denn? Ja, dass er dauernd Radl fahren und schwimmen gehen will. Da habe ich mir extra einen Eltern genommen, damit er mehr Ruhe hat, und jetzt will er dauernd was machen, damit er sich jünger vorkommt, und dann kriegt er keine Luft. Ja, mir geht meiner mit seinem Jugendwahn auch so auf die Nerven. Und das dauernde Autogramm gehen und die ganzen Promis suchen. Ja, schrecklich. Hast du vorher gewusst, dass deiner ein Komiker ist? Nein, ich habe ihn nicht gekannt. Ich schaue mir so altmodische Sachen nicht an. Bei meinem habe ich überhaupt geglaubt, der ist ein Geografieprofessor. Was, ein Geografieprofessor? Ja, so spissig, wie der ist. Das war das Gespräch von Karin und Karin. Ja. Daraufhin habe ich den Michael angerufen. Hab zu ihm gesagt, servus Näher, was machst du denn gerade? Oh, gar nichts, ich sitze da im Café Engländer und lese ein bisschen. Ich hätte meiner Mutter die Vorhänge montieren sollen, aber das habe ich abgesagt, das freut mich gar nicht. Und die Karin trifft sie eh mit ihren Freundinnen, also passt's. Und, wie geht's euch? Gut, sehr gut. Weißt du, ich hab noch mitgekriegt, dass meine Karin mit deiner Karin recht lange telefoniert hat. Ist irgendwas? Na? Geht uns gut. Wie geht's euch? Du. Super. Vierte. Servus. Michael, du bist dabei. Wo bin ich dabei? Auf dem Weg zum Musterknaben. Ja, du hast völlig recht. Ich habe mir das jetzt überlegt. Es ist das Vernünftigste, Musterknabe zu werden im Leben. Bist voll motiviert? Voll motiviert. Was muss ich tun? Ein harter, entbehrungsreicher Weg wartet auf dich. Sehr schön. Übung Nummer 1. Ja. Nie wieder lügen. Bitte? Nie wieder lügen. Das war ganz schlecht. Das ist sehr gut. Das heißt nie wieder lügen? Das heißt immer die Wahrheit sagen. Ja, sicher. Das ist ganz schlecht, weil die Lüge ist wichtig für unsere Gesellschaft. Bitte? Ja, Gernot, ganz im Ernst. Also das, was unsere Gesellschaft zusammenhält, ist die Lüge. Lüge hält das Lügenkonstrukt zusammen, nicht die Gesellschaft. Nein, unsere Gesellschaft, der Grund, weshalb wir uns nicht den ganzen Tag dauernd in die Goschen hauen, ist, weil wir uns anlügen. Meinst du das ernst? Ja, so kleine, das gibt eine Statistik, der Mensch lügt ungefähr 300 Mal am Tag. So kleine Sachen wie zum Beispiel, weiß ich nicht, wie geht's da? Danke, gut. Ne? Sehr gelobt. Oder schön, dass wir uns gesehen haben, solche Sachen. Ne? Oder schön, mit dir auf der Bühne zu stehen. Weißt du, so kleine Lügen, die das Leben erträglich machen. Das ist wirklich, also das unterstütze ich nicht. Die Wahrheit ist ein Blödsinn. Wir sind Musterknaben, wir müssen als Vorbilder vorangehen. Ich sage ab jetzt nur mehr. In jeder Situation die Wahrheit. Geht nicht. Geht nicht. Beispiel. Bitte. Hauptglanz. Ja, du fährst mit dem Auto über eine doppelte Sperrlinie. Das kannst du nicht. Na du, sag ich ja. Ja, weil du hast keinen Führerschein. Ja, darum sag ich ja. Ich meine jetzt die und ja, mit mir. Ich bin voll dabei. Also du fährst, ich Beifahrersitz. Ja. Ja. Wir fahren, du fährst, Polizist hält uns auf. Ja, wenn mich keiner aufhält, suche ich mir einen. Was? Ja, selbstverständlich. Heute die Aussage, wo sind Sie, wenn man Sie braucht? Haben Sie nicht gesehen, Herr Inspektor, ich bin ein Hooligan. Ich habe gerade eine doppelte Sperrlinie überfahren. Vorher habe ich einer Radfahrerin den Vorrang genommen und ein Stoppschild missachtet. Und als Zwölfjähriger habe ich einmal beim Pipa ein Shampoo mitgehen lassen. Bitte erschießen Sie mich. Und weißt du, was der sagen wird? Danke, Herr Gernot, endlich einer, der ehrlich ist. Na, der wird sich feiern, weil er jetzt einen Mörder hocken hat, weil er so viel Strafmandate ausstellt. Also das bringt gar nichts. Ich lasse mich nicht davon abbringen. Ich sag die Wahrheit. Sag mir eine Situation im Leben, wo es vernünftig ist, die Wahrheit zu sagen. Übe es, wo es leicht fällt. Im Kreise deiner Familie. Familie, da musst du sowieso lügen. Warum musst du lügen? Ja, entschuldige, in der Familie musst du lügen. Nimm was, was wirklich harmonisch ist. Das Fest der Liebe. Du sprichst von Weihnachten. Ja, das Schönste. Ich freue mich das Ganze. Bist du wahnsinnig, aber zu Weihnachten, natürlich lügt man zu Weihnachten. Was heißt, natürlich lügt man zu Weihnachten? Ja, Alter, wenn du zu Weihnachten nicht lügst, dann musst du deiner Familie, wenn sie zu dir kommt, musst du denen sagen, da ist es Essen, nehmt es euch, aber schleicht es euch bitte, danke. Verstehst du mich nicht? Gernot. Ich verstehe dich. Naja.
Es tut mir sehr leid, wie Sie leben. Tut mir sehr leid. Ja? Aber, ich freue mich, wenn meine Familie vorbeikommt. Ich habe keinen Grund zu lügen. Naja. Ganz sicher freue ich mich. Und bitte, bei mir hat auch keiner Grund zu lügen. Erstens mal, ich koche nicht. Zweitens, meine Geschenke sind wirklich handverlesen ausgesucht. Beim Geschenk muss man sowieso lügen. Muss man nicht. Alter, beim Weihnachtsgeschenk. Was denn? Na, jeder lügt. Jeder macht, wenn er wurscht, was du auspackst. Bitte. Du machst immer, na geh. Na schau, woher hast du gewusst, dass ich mir Socken wünsch? Du abgehobener Pimpf, du. Was? Lerne dich über Socken zu freuen. Lerne dich über Socken zu freuen? Du. Der Buddha aus Meidling, oder wer bist du? Erdberg. Und Konfuzius als Erdberg. Nein, ich schenke so, da hat keiner Grund. Was hast du geschenkt deiner Mutter letztes Jahr? Zu Weihnachten? Ja. Weiß ich ganz genau. Eine CD. Eine CD? Eine Musik-CD, ja. Mit Liebe? Mit großer Liebe. Mit großer Liebe. Bist mit großer Liebe zum Saturn gegangen und sagst, Grüße, ich brauche Musik für eine alte Frau, was geht? Bist du deppert? Was denn? Du brauchst zu meiner Mama nicht alte Frau, sag, wir stoppen einander. Entschuldige, ich möchte mich entschuldigen. Also du kennst mich auch, oder? Ja. Seit ich meine Mama kenne, höre ich zu, wenn sie erzählt von ihrer Jugend. Ich habe mir all ihre Lieblingslieder gemerkt, aus ihrer Kindheit, ja? Und die habe ich dann nächtelang im Internet zusammengesucht, habe die CD gebrannt, habe sie grafisch gestaltet und habe es dann eingepackt und der Mama geschenkt und sie hat gesagt, Gernot, also was du für eine Mühe dir gemacht hast, was du dir alles gemerkt hast. Du bist der Beste. Frohe Weihnachten, ich liebe dich, hat's gesagt. Sehr schön. Lieben Dank an deine Mama. Gerne. Richte aus von mir. Danke sehr. Es freut mich, dass sie meine Theorie hiermit bestätigt. Wieso hat sie... Weil sie angelogen hat, deine Mutter. Bitte? Gernot, entschuldige, wenn deine du Mutter... Erst sagst, alte Frau, dann bezichtigst du sie der Lüge. Erst willst du erwatschen? Gernot. Was hättest du denn sagen sollen? Wenn sie die Wahrheit gesagt hätte, hätte sie gesagt, Rotzbuhrbläder! Eine selbstgebrannte CD schenkst du mir? Ja. Ich bin dir nicht mehr wert als 40 Cent. Rolling. So was. Mama. Und dann tust du auch noch illegal aus dem Internet die Lieder runterladen. Nein, Mama. Ich habe jedes Lied bei iTunes gekauft. Boah, du bist wirklich ein Trottel. Wieso bin ich ein Trottel? Du brauchst es ja nicht oben. Ich meine, was soll ich sonst machen? Runterladen, was ich kaufen, runterladen. Was heißt runterladen? Runterladen. Wo soll ich das File Sharing, da gibt es ja, Programme. Das ist Diebstahl. Nein, das ist Sharing. Das ist Diebstahl. Ich gehe auch nicht in ein Kaffeehaus und nehme den Sessel mit, weil mir gefällt. Ich sage, Herr Wirt, ich tue eh nur scheren. Das ist Diebstahl. Der Herr Gut. Was? An Salzstrahler wirst du schon gefladert haben. Ich war jung. Ich brauchte das Salz. Nein, wir müssen das gut. Nein, stehlen ist nicht gut. Also wir müssen, im Internet stehlen ist nicht gut, nein, aber Lügen ist nicht gut. Also, du merkst das wir müssen das gutes Beispiel vorangehen und wir müssen Berufsgruppen, die dafür stehen, du, für die Lüge, du merkst die das müssen sowieso, wir wenn erzielen. Einer lügt. Wie merkt man das? Du merkst, wenn einer lügt, die Leute körpersprachlich reden höher. Die Leute reden höher. Die Stimmlage erhöht sich. Ja, das merkt man oft, merkt man das. Wenn einer sagt, was ist das Beispiel? Ja, letztens wieder Andi Witterseck bei uns in der Vorstellung war, habe ich nachher gefragt, und wie hat es dir gefallen? Sehr gut. Also wieder einer so hoch redet. Ja, ja. Du meinst also, unser Kanzler Faymann lügt die ganze Zeit? Der muss lügen, der ist Politiker, der muss lügen. Nein, muss nicht, aber das sei Stimme kann das nicht sein, sei normale, oder? Na ja. Ich meine, das ist schon, da wird man schon repräsentiert, oder, in der großen, weiten Welt. UNO-General, Vollversammlung. The Chancellor of Austria, Ladies and Gentlemen. Aber was ich vorhin sagen wollte. Was ich sagen Politiker wollte. Ja, doch. Nein, doch. Nein. Genau. Politiker müssen Nein. lügen. Politiker müssen gerade lügen. Politiker müssen nicht lügen. Die dürfen nicht lügen. Das sind unsere Mandatnehmer. Die tun ja immer, wenn sie uns vorstellen würden. Tun sie nicht. Das sind unsere Angestellten. Wir bezahlen sie. Wir, der Wähler, der Souverän, das sind unsere Angestellten. Die müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Die dürfen nicht lügen. Die muss man erziehen zur Wahrheit. Erziehen muss man die. Wie? Was nicht? Mit Nossen fetzen aus dem Parlament auswatschen. Na, haben wir schon gehabt. Nein. Stopp. Gewaltfrei. Nein, stopp, bitte, stopp. Bringt nichts. Das bringt nichts. Nein, gewaltfrei muss man dir sagen. Gewaltfrei, ist ganz wichtig. Ich habe eine Idee. Wie? Wir laden die Politiker einen nach der anderen ein in die ZIP24. Ah. Die werden dort an ein kombiniertes elektronisches Gerät angeschlossen. Ja. Das ist ein Lügendetektor mit einem Defibrillator, also völlig gewaltfrei. Und wenn man bemerkt, dass die Lügen oder die Frage nicht beantworten, die gestellt wurde, was sie gerne tun, dann gibt es als Motivation eine kleine Stromwatschen. Und das spielen wir mal durch. Wir spielen das jetzt vor, wie das wäre in der ZIP24. Ein Requisit? Wer bist du? Ich bin der Politiker. Gut, dann bin ich die Turnherr. Ah ja, gut. Na, sag mal, ich bin der schierche Bruder von der Turnherr.
Sehr auf, Michael, du hast 10 Kilo abgenommen und du schaust fantastisch aus. Ja, danke. Meine Damen und Herren, der Michael hat 10 Kilo abgenommen. Vorstellung, 10 Kilo abgenommen. Ja. Danke. Beim nächsten Programm bin ich der Blade. Du. Von welcher Partei bin ich? Du bist von keiner bestimmten Partei, jetzt hier als Politiker, weil sie lügen ja alle, egal welche. Na, geht die Grünen. Ah, die Grünen, die sind so deppert, du hast recht, ja, die lügen nicht. Na gut, dann bin ich von der Freiheitlich-Sozialistischen Volkspartei, von der FSVP. Mein Name ist H.C. Spindelmann, oder? Spindelmann ist gut, ja. Spindelmann. So, wir haben bitte das Foto von der ZIP, die das Jasche, Sujet die und dann die Einspielung. Bitte Signation ab. Jetzt Signation ab. Die Signation Musik. Ab geht schon, Alex. Alex, Signation ab. Signation ab, Alex, bitte. Hallo, drücken, nicht winken, drücken. Der winkt, deppert, nicht winken. Alex, ich hau ihm aus, das gibt's ja nicht. Da kommt eine Einspielung, Alex. Hast du die Einspielung mitgenommen? Alex, bitte. Hast du die CD mitgenommen? Mia! Alles Gute zum Geburtstag! Bah. Mir reicht's. Ja. Es reicht mir. Ja. Du singst jetzt die Signation. Was? Sing die Signation. Kann ich sing die Signation! Da 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 da. Ich hab ein Haus, ein kunterbuntes Haus, ein Äffchen und ein Pferd. Nein, ein Äffchen und ein Pferd. Die von einem Schwammerl lass ich mir gar nichts sagen, ja? Schau so deppert aus, wie ich mich fühle. Danke, ist erledigt. Es ist aber durch den Hut nicht so schlimm. So. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei der ZIP 24. Guten Abend. Guten Abend, mein Name ist Herr Turnfrau. Ich begrüße ganz herzlich im Studio den Herrn Spindelmann. Guten Abend, Herr Spindelmann. Guten Abend, Herr Turnfrau. Wieso? Entschuldigung, ich wollte nur schauen, ob es geht. Geht. Ich habe nicht gesehen, dass Sie schon angeschlossen sind. Es tut mir sehr leid. Der Anschluss ist bereits erfolgt. Sehr schön. Also, Herr Spindelmann, Sie sind hier an das Gerät angeschlossen. Ich sehe hier, wenn Sie lügen, das ich wurde von meinem Pressesprecher bereits instruiert. Gut. Ich habe nichts zu verbergen. Oh, tschau, schlau. Ja, Vorsicht, das ist sehr fein eingestellt. Geht's? Ja, ja. Geht's. Gut. So, Herr Spindelmann. Ja, wir kommen zur ersten Frage. Sie haben die Wahl verloren. Naja. Naja, Sie liegen bei 14%. Wie groß ist die Enttäuschung in Ihrer Partei? Da möchte ich zu Beginn allen Wählerinnen und Wählern Danke sagen für Ihr Vertrauen. Schlagt schon wieder aus, Wieso? Sie haben die Frage nicht beantwortet. Nein, ich habe mich für das große Wählervertrauen, habe ich mich nicht bedankt. Nicht Vertrauen sagen, nicht Vertrauen sagen. Schlagt aus. Stimme. Geht's? Ja, ja. Geht's wirklich? Bitte, mach mal weiter. Gut, wertvolle Sendezeit. So. Die Frage lautete, wie groß ist die Enttäuschung nach der Wahlniederlage? Nein, wir sehen das als große Herausforderung für die Zukunft Alter, unserer das Bewegung. Nicht, heißt... Jens, vielleicht erkläre ich es nochmal. Wenn Sie lügen, kriegen Sie einen Stromschlag. Na ja, haben Sie das verstanden? Ja. Kleiner Scherz. Also, Herr Bröllmann, lass mal die Spindelmann, erste... Spindelmann war mein Vorgänger. Spindelmann, Entschuldige, es geht oft so schnell, Spindelmann. Da kommt man durcheinander. Ja, die Frage lassen wir jetzt, wir kommen zu einer anderen Frage. Gibt Bitte es Konsequenzen in Ihrer Partei, werden Sie zurücktreten? Ah, da möchte ich vorausschicken, dass wir uns ja gegründet haben, um eine Politik für alle Österreicherinnen und Österreicher er lernt nicht dazu. Es tut so weh. Ja, was soll ich machen, dann sagen Sie die Wahrheit. Im Fernsehen? Ja, darum haben wir uns das ja gekauft. Als Politiker? Ja, ich bitte darum. Was glauben Sie, wozu wir das hier haben? Bitte, sage ich die Wahrheit. Aber Vorsicht. Ja, die Wahrheit. Liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher, die österreichischen Wählerinnen und Wähler sind alle ausnahmslos Vollidioten. Also das, da war nichts. Ja, warum? Warum, warum? Weil jeder alles haben will und nichts dafür tun. Und wer versteht das besser als ich? Niemand! Weil ich will auch alles haben und nichts dafür tun. Und zwar sofort, würde ich sagen. Ich will für meinen grenzdebilen Cousin endlich einen Job als Chauffeur beim Jahr... Vorsicht!
Ich will mit meinem Dienstwagen ganz alleine, nur ich, jeden Tag die Busspur auf und oben fahren dürfen. Jeden Abend will ich irgendwo in einem Habenrestaurant sitzen und Muscheln fressen und Champagner saufen auf Staatskosten. Und bei der Weihnachtsfeier vom Parlament will ich mit der Feck, damit sie schmusen. Und das österreichische Wahlvolk geht mir als Eleganza persönlich am Arsch vorbei. Hat was ausgeschlagen? Da hat nichts ausgeschlagen, alles war sehr gut. Zweite Einspielung auch nicht mit. Oh ja, die habe ich hinten hingehen mit der Technik. Ich hab's vergessen, das tut mir wahnsinnig leid, das ist scheiße Einspielung. Lesen schon. Lesen wir es nochmal. Gut. Das passt dann dramaturgisch eh besser, wenn die zweite auch gelesen ist. Ausrede hast du immer, oder? Ja. Meine Damen und Herren, das Programm des heutigen Abends, Montag, der 9. September 2055. In einer neuen Folge unserer Doku-Soap-Serie Was wurde aus? Heute live aus dem Künstleraltersheim Pension Turandot. Im Helenental, bei Baden, bei Wien. Viktor Gernot. Und Michael Niavarani. Jetzt tu nicht so rasen. Was? Lass mich nicht da stehen. Was sagst du? Ich stehe da mitten in der Sonne. Das ist... Michael, das vertrage ich nicht. Das ist nicht gut für meinen Teint. Deinen Teint sieht man unter die Falten eh nicht. Was hast du gesagt? Ich hab gar nichts gesagt. Aber ich sehe doch, dass du redest. Bitte? Ich hab die Lippen bewegt, weil ich atme. Im Gegensatz zu dir atme ich noch von selber. Alter Trottel. Aber halt die Papen da drüben. Jetzt führ mich raus da. Ich mach eine Pause. Ich verbrenne bei lebendigem Leibe. Ich führe dich eh den ganzen Tag. Ich mach du hast gesagt, du führst mich immer. Ich führe dich. Hilfe! Mach eine Pause. Hilfe, ich verbrenne. Ich verbrenne. Ich laufe. Hilfe! Ich laufe! Ich verbrenne! Hilfe! Hilfe! Na, der geht mir am Arsch, da kann ich... Den ganzen Tag kann ich dich herumschieben in deinem Rollstuhl. Ja? Ja, keine 5 Minuten Zeit, dass ich ein bisschen sitze. Ja. Gratuliere dem Herrn Sportler. Ja? Immer fit und mit 90 sitzt er im Rollstuhl, bravo. Ja, aber das ist deine Schuld. Ich kann nichts dafür. Du bist schuld. Du wolltest damals unbedingt diesen Tandem-Fahrradausflug machen. Stimmt gar nicht. Du Tore? Hast gesagt, ich soll mich bewegen. Ja, aber musst dann du vorn sitzen und lenken, du Antisportler, du. Ja, hinten wird mir schlecht. Ja, Michael, ich war des Weges kundig. Ich hab gesagt, jetzt müssen wir rechts abbiegen und dann ist das Unglück passiert. Ich bin rechts abgebogen. Da bist du Punkt. Da ist rechts. Was? Da ist rechts. Da ist rechts. Nein, da, auf gerne. Seit Anbeginn aller Zeiten ist auf der da Bühne ist immer rechts. Da rechts. Wir waren auf der Landstraße, du Kretter. Ich weiß. Wegen dir haben wir uns einbaut. Ja, aber Gernot, ich bin 70 Jahre von meinem Leben auf der Bühne gestanden. Was hast du immer mit der Bühne? Ja, da ist da rechts. Alter, Graube, Schafe, ist da rechts. Das? Ja. Und jetzt habe ich mich verlegt, ich dachte, rechts. Ich wundere mich nicht mehr, wieso du nie Schädelweh hast. Wieso? Ja, wie ohne Hirn. Naja, der Trottel. Aber ich streite nicht mit dir, wie geht es dir? Danke gut, der Nachfrage danke. Hast du ja gut geschlafen? Ja, wie ein Baby. Auf der rechten Seite habe ich geschlafen. Und ich habe einen trockenen Traum gehabt.
Was hast du gehabt? Einen trockenen Traum. Einen trockenen Traum? Was ist das? Das ist, kennst du nicht? Nein. Eine erotische Traumfantasie. Also? Mit einem Phantomständer. Voll der Hoffnung habe ich wieder ins Leere gegriffen. Der Unterschied zu früher wird nicht so groß gewesen sein. Falscher Freund. Selber schuld bist du an einer erotischen Traumfantasie. Für die Träume kann der Mensch nichts. Aber natürlich, weil du immer die jungen Mädchen anprotzt. Was tue ich? Graus dir nicht, du bist voll Teufel. Du mit deinen 90er, du, die ganzen 70-jährigen Küken werden von dir angebraten. Überhaupt nicht. Kaum schlüpft einer ins Heim, protzt es schon an. Michael, ich kann eh nur mehr reden. Ja, was rede ich? Ich tue nur reden. Sieh dir ja, höflich, das, sehr höflich tust, das, was du siehst. Und die Fäsche da vorige Woche, ja, die neue. Ja, der habe ich erklärt, wie es da bei uns im Heim ist. Abraten hast du es. Gar nicht, die ist fesch. Die ist aber sehr fesch. Ja, die ist eine Mörderfigur. Eine Erscheinung, die ist 71. 71, ja, die schaut viel jünger aus. Ja, viel, die schaut gut. Das ist ja eine tolle Frau. Fesch. War meine Moderatorin im Fernsehen. Was war's? Moderatorin. Genau, die war Moderatorin. Wie heißt? Wie heißt? Miriam. Ah, Miriam, ja. Miriam Wechselbalg, ja, wenn man genau mehr. Fesch. So, ist ja wurscht. Gerne, komm bitte, wir müssen was arbeiten. Wir brauchen Sketches. Ich muss nie wieder arbeiten. Ich bin seit 20 Jahren im Ruhestand. Was, ich habe mein Leben lang einbezahlt. Ich weiß, dass du im Ruhestand bist. Du musst arbeiten für einen Mittwochisgala. Ich hab keine Für einen Mittwochisgala. Gala ist ja Mittwochisgala. Ich hab keine Gala. Natürlich, wir haben ja der Heimleitung versprochen, dass wir spielen. Du! Was? Du! Hast der Heimleitung versprochen? Ja, ich hab gesagt, wir spielen. Ich habe dieser Frau noch nie irgendwas zugesagt. Immer sagst du ja, nur weil es eine Perserin ist. Ein Blödsinn, ist eine. Diese schierke, bösartige, alte Funze. Dieser Drachen, dieser Schabracken, diese schierke Grohl, diese wüste Gobi, pfui Teufel. Boah. Hüte deine Kokettenthöhle, ja? Der Fesche kurz. Wo ist die Fesch, bitte? Mir gefällt das, ein rassiges Mädel. Ja, wenn die ihre Augen... An Bord hat's, aber sonst ist es sehr fesch. Wenn die ihre Augenringe nicht ausrasiert, weiß man gar nicht, dass ein Mensch ist. Aber du bist... Weil du ein Trottel bist. Schaut aus wie ein Frettchen, das sich als Peter Rapp verkleidet. Du nicht immer... Mir gefällt sie sehr fesch, ich flirte mit ihr, flirten durch. Was hast du dir denn versprochen? Wir sind Gastgeber bei der Ehrung, ist Ehrung. Was für eine Ehrung? Ehrung ist, wird geehrt. Ich hab ja eh schon alles. Ja, du kriegst eh nichts mehr aus dem Einlauf. Es wird... Was wird geehrt? Die Schauspielkunst. Bei uns? Ja, bei uns im Komikerheim sind ernsthafte Schauspieler, große Mimmen sind zu Gast, was, Mimmen. Ich verehre die Schauspielkunst. Ja, wer kommt zu uns? Herr Mertens. Ja, was? Herr Ufzarek. Nein. Herr Ubunja. Nein. Wer kommt denn? Robert Ballfrader übergibt den Iflandring an Oliver Bayer. Die zwei größten Schauspieler deutscher Zunge. Aber wo ist die zwei Gesichter? Wo sind denn die Schauspieler, die zwei? Neidig bist. Ich bin nicht neidig. Oh ja, du bist neidig, weil die beiden rechtzeitig den Absprung zur Hochkultur geschafft haben. Scheiß auf die Hochkultur. Waren früher auch Kabarettisten, der Ballfrader und der Bayer. Kabarettisten, das waren doch keine Kabarettisten. Was redest du? Wo war denn das Kabarett? Ich war das Kabarettist. Die haben gespült 300 Mal im Jahr. Das ist kein Witz bekommen. Der hat das andere geschrieben. Ich krieg keine Luft mehr. Dann halt die Pappen, was keine Luft. Fernsehkasperln, die zwei. Okay. Dani muss jetzt Käse verkleiden, dass er ins Fernsehen darf. Lustig. Ja. Seifenstein. Ja, Seifenstein. Und der andere, der kann gar nichts. Nein, der Oliver ist hochbegabt. Ja. Hochbegabt. Wie der Fragen von Katerl runterlesen kann. Michael. Da muss man lange suchen. Das findet man im deutschen Sprachraum sofort. Das sind zwei Spätentwickler, aber toll haben sie das gemacht. Ich habe es vor kurzem gesehen an der Burg. Um Gottes Willen. Die Faust-Trilogie haben sie gegeben. Wie soll die Trilogie? Die haben einen da gefunden. Wirklich? Ja. Faust reloaded. Ja. Und toll war das, der Ballfrader als Dr. Faustus und der Bayer als Mephisto. Theater zum Fürch. Ja, das glaube ich. Ja. Nein, weil es so gut war. Aber wo war denn das gut, wenn die zwei... Wer hat's gesehen, du oder ich? Ich bin ein Fachmann, ich muss nicht hingehen, dass ich weiß, dass er schade ist. Nein!
Die Ferndiagnose steht niemandem zu. Niemandem. Das war hervorragend. Was war das? Ja, wenn ich sage, es war hervorragend. Was war das? Hervorragend. Ich höre so schlecht was? Das war hervorragend. Jetzt fliegen die Zehnten nicht raus. Ja, ich hab ein neues Wundermittel. Die was? Halten das, glaubst du gar nicht. Bitte? Ich hab heute Nacht zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder mit den eigenen Zähnen hab ich durchgeschlafen. Ja. So macht halt in der Nacht jeder das, was er kann. Hast du wieder ein Lackerl gemacht? Nein, ich habe heute in der Nacht zum ersten Mal mit der Heimleitung geschlafen. Bitte? Na ja, na. Mein Herz aufpassen, ich muss aufpassen. Aber wieso tut man sowas? Graust dir nicht? Wieso, das war Sexe? Das war eine Schabrackenschändung, die ja, du da durchgeführt hast. Aber geht jetzt, jetzt rechts, Mama, wirklich. Teufel. Na, du gehst mir am Arsch. Boah. Erst, da geht mir am Arsch. Immer meine Freundinnen beleidigen, die ganze bitte, Zeit. Das ist die erste, die sind ein paar seit 40 Jahren. Ja. Ich habe es bis daher, weißt du was? Bleib sitzen da in deinem Rollstuhl und wart, bis du tot bist. Die halbe Stunde wirst du auch noch da warten. Sag sowas nicht. Sowas sagt man nicht gerne. Du lebst noch 10 Jahre, du bist gut benannt. 10 Jahre? Ja, bleib bei mir. An deiner Seite? Ja. Herrgott, was habe ich dir getan? Ja, wiederbeleben tue ich dir, weil das vergumm. Wo joggst du denn schon wieder hin, bitte? Du musst nachdenken. Worüber? Nachdenken. Worüber? Wuchteln, wir brauchen Wuchteln. Wofür? Na, für die Moderation von der Gala. Michael. Wir müssen Witz machen. Immer am schnellen Lacher aus. Ja, der Lacher ist heilig. Jetzt muss ich wegen dir da kostenlos auftreten, damit ich einmal in meinem Leben wenigstens in aller Ruhe, weißt du, eine tiefsinnige Geschichte erzählen dürfen. In aller Ruhe. Also, das habe ich nicht gewusst. Eine tiefsinnige Geschichte. Willst du erzählen? Ja. Warum? Ja. Ist der Katheter ins Hirn gerutscht, oder? Bist ein grober Mensch. Wir brauchen was zum Lachen. Wir machen einen Sketch. Sketch ist gut. Machen wir einen Urlaubssketch, da lachen sicher. Urlaub ist Gernot Niabarani auf den Malediven, haha. Ja, Malediven geht nicht, die sind untergegangen. Ja, hör auf, da waren wir ja erst unlängst urlauben, wir beide. Aber du Trottel, in den 30er Jahren waren wir dort, hast du unlängst. Das ist so lange her. Oh, sie sind ja untergegangen, wie wir dort waren. Ja. Kannst du dich nicht erinnern, dass sie uns in letzter Kraft in den Helikopter hinein... Ja, freilich, was noch mich gebettelt hab. Ja, das weiß ich nicht. Was hast du gebettelt? Michael, bitte mach keine Arschbombe, habe ich gesagt. Und dann bist du gekupft. Tsunami im gesamten Indischen Ozean. Ja. Meter hohe Wellen, Bilder der Verwüstung. Ja. Mach mal Urlaub in Kärnten, da lachen sie auch. Das ist auch nicht mehr aktuell. Kärnten ist nicht mehr bei Österreich. Sind sie auch untergegangen? Nein, die sind heim ins Reich. Zu den Deutschen? Nein, zu den Slowenen. Ja, das vergunier, ne? Na, dann machen wir Parodie. Parodie ist lustig, ja? Otti Schenk, den lieben die Menschen. Genau, der Otti Schenk. Ah. Das ist ja pietätslos, der Otti ist ja gestorben. Gar nicht. Nicht? Das weiß ich besser als du. Wirklich? Gestern mit ihm telefoniert. 3D-Holographie-Telefonie. Gottes Willen. Gut, das ist ein Bonanter, trainiert. Auf was? Comeback. Wirklich? Ja, nächste Woche springt er schon ein. Der springt ein, ja. Der Otti. Für wen? Jopi hieß das. Der Jopi hat sich verknöchelt. Bei was? Dancing Stars. Bei dem Jopi hieß das, weiß man nie, lebt er noch oder schon wieder, gell? Ja. Du, Michael. Was denn? Wieso hast du mich, deinen besten alten Freund, gestern Nacht... Was? ...einfach so im Stich gelassen, über Mutterseelenallein? Was redest du für einen Blödsinn? Ich hab dich nicht im Stich gelassen. Du hast so einen Blödsinn? Ich habe mich gekümmert, wenn ich fortgehe. Das ist die Heimleitung, meine süße Mausemaus, dass ich dich um dich kümmert und dich herumschiebt. Das Frettchen zählt nicht. Ja, das Frettchen zählt nicht. Sie hat gesagt, das war sehr schön, sie hat dich herumgeschoben und hat dir Märchen erzählt. Ja, und der Hauch des Todes ist über mich gewabert. Wieso? Merkst du das nicht? Was?
wie die aus der Pappen fällt. Das ist abenteuerlich. Das muss von dem persischen Essen sein. So eine Mischung Schwefel, Zwiefel, Knofe, Methan. Aber halt die Pappen. Du bist ja nur eifersüchtig, weil bei dir ist da nichts mehr ist. Jeden Tag danke ich dem Himmel dafür, dass er mir das da abgestellt hat. Das war der schönste Tag. Aber du Trottel. Ja. Wo warst du gestern Abend? Ja, wieso bist du nicht mitgegangen? Das war nicht die Frage. Das war auch nicht die Antwort. Wo warst du? Es war sehr rührend. Ich war im SPÖ-Museum. SPÖ-Museum? Ja, SPÖ-Museum. Seit wann gibt's ein SPÖ? Na, hast du das vergessen? Michael, du weißt, ich kann mich nicht an alles... Na, geh bitte, du hast gesagt, Gernot. Du hilfst mir. Ja, aber du kannst ja nicht... Ich helfe dir. Was ist mit dir, Roden? Ich sag's dir. Hör zu, die SPÖ hat sich vor 30 Jahren aufgelöst. Ja, wieso? Weil die Laura Ruders Parteivorsitzende geworden ist. Na, dann sind sie selber schuld. Da sind so erschrocken, dass alle austreten sind gleichzeitig. Freundschaft.at. Du, was gibt's zum Sehen in dem Museum? Mein Gott, was wir... Wir haben das alles erlebt. Die Rote Brühe. Ja, mein Gott. Es ist ein eigenes Michael-Häupl-Zimmer. Mei, für Michael. Lass mich raten, im Weinkeller. Ja. Mein Gott, na, dann haben sie den Gusenbauer ausgestopft. Mit wem? Mit dem Krasnitzer, der war noch drin. Was gibt's noch zum Sehen? Sehr lieb sind die Zähne vom Klima. In einer Vitrine? Nein, die sind in jedem Zimmer als Türstopper. Haben's gut. Da kriegst du die Tür nicht zu. Ja, ich seh nicht, die Tür noch zu. Ja, pass auf, wir machen bei dieser Ehrung eine politische Nummer. Das schätzen die Menschen. Wir werden mit der Satirepeitsche auf die Mächtigen losgehen. Wir werden sie geißeln mit der Ironie. Die Mächtigen. Leise, Ruhe. Wir werden Ruhe, die Regierung zerpflücken. Zerpflücken. Was ist? Sag sowas nicht. Was denn? Möchte auf meinen alten Tag nicht ins Gefängnis kommen. Ja, wir sollten die alten Tatarer einsperren. Die Zensur. Wer? Die Zensur. Michael. Das hat es gegeben bei Metternich und bei den Nazis. Nein, wir haben wieder eine Zensur. Jeder Kabarettist muss einen Sketch einschicken, bevor es gespielt werden dürfen. Ins Innenministerium wird alles kontrolliert. In jeder Vorstellung sitzt der Polizist, der mitschreibt, was gesagt wird. Wieso schreibt der mit? Dass er es lesen kann, der Hammer, das nicht verstanden hat. Ja, was glaubst du, Kontrolle? Seit wann gibt es eine Zensur? Gerlot, sagt dir der Begriff Erwin Bröllputsch etwas? Das wollte ich vergessen. Ja, du bist gemein. Ja. Die schwärzeste Studie unseres Landes. Die Fleischhaben-Revolution. Wie der Erwin mit seinen Getreuen das ganze Land und übernommen hat. Seit diesem Tag heißen wir Groß-Niederösterreich. Wie geht die neue Bundeshymne? Ich muss im frühen Leben Amarille gewesen sein. Schrecklich. Die armen Demonstranten haben es mit den zusammengerollten niederösterreichischen Nachrichten von der Straße quatschend. Ja. Und der Erwin ist der nächste Juppie. Der wird ja nicht alt. Alles ist er selber. In einer Person. Bundespräsident, Bundeskanzler, Außenminister, Innenminister, Verteidigungsminister, Finanzminister, Kapitän der Fußballnationalmannschaft. Der ist alles. Nur die Finanz hat er angegeben. Ja, aber nicht an den Neffen da und an Familie und... Nein, direkt aus dem Häfen hat ein Krasser wieder reingesetzt. Krasser, ja. Du, die haben jetzt überhaupt das Finanzministerium nach Stein verlegt. Wozu? Kürzere Wege haben sie. So. Praktisch. Weißt du, was die größte Schande ist, der Bröller-Regierung? Was? Dass den Quoten-Habsburger, der reingesetzt haben. Na, das für diesen Sprössling da. Karli Habsburg. Na, das gefällt mir gut, eine Karli Schande. Habsburg. Das ist eine Schande. Was da? Der weiß ich, als wäre unser echter Kaiser von Österreich. Was ist der? Das wäre Kaiser, der Kaiser. Monarchie. Nix. Monarchie. Nix. Was nix? Froh sind wir, dass wir die los sind. Wieso, das ist die Majestät? Ja, Michael, der ist komplett degeneriert. Wieso? Da können wir froh sein, dass der unfallfrei atmet, bitte. Der schaut ja schon aus wie sein eigener Großonkel.
Also versündige dich nicht, das ist Majestätsbeleidigung. Gibt kein Majestät. Außerdem kann er nichts dafür, der Kalle Habsburg. Wieso? Ich habe eine Genanalyse gemacht, der ist Säger, der Großonkel. Das ist das Einzige, was die Habsburger jemals wirklich kennen haben. Was? Inzest, ein Spiel für die ganze Familie. Ja, das ist ja wurscht. Streiten wir nicht. Streiten wir nicht, weil sonst ist das Leben gut. Alles ist gut geworden. Was redest denn du für ein Blödsinn? Alles ist gut geworden. Mir dann Sachen weh, die habe ich gar nicht. Nein, nein. Die Weltgeschichte. Kannst du dir erinnern, was uns früher mit der Weltwirtschaftskrise in die 10er Jahre, was uns dafür... Ach so, du redest von der Weltwirtschaftskrise. Da haben sie uns auch Angst gemacht, ja, und das war nur Luft. Ja, das war die Pappensche halten, haben sie uns Angst gemacht. Ja, ja. War eine Präsidentin in den USA. Ja. Das ist mit der Weltwirtschaft so aufgekommen. Die war toll. Erste Präsidentin. Die erste Frau an der USA-Präsidentin. Die war toll. An der Präsidentin. Was für eine Erscheinung. Unvergesslich. Werd sie nie vergessen. Du, die war toll. Wie die bei der Vereidigung. Ich werde sie nie vergessen. Toll. Unvergesslich. Unvergesslich. Toll. Toll. Teufelsweib. Eine Wahnsinnsfrau. Michael? Ja. Wie heißt die? Ich weiß nicht. Ich hab's vergessen. Spears. Ja, ich Spears. Nein. Britney Spears. So, ja, die Britney Spears. Mrs. President, genau. Britney Spears. Wie die getanzt hat bei der Vereidigung. Ja. Die Bilder sind um die Welt gegangen. Ja. Ohne Hosen. Ohne Hosen. Das war ein weltweiter politischer Trend. Da haben alle ohne Hosen regiert. Alle. Merkel, Bröll, alle ohne Hosen. Berlusconi, Sarkozy. Alle. Kannst du erinnern, von Bröll hat man im Fernsehen noch mal kurz Sarkozy gesehen. Ja. Da haben sie eine Sondersendung gemacht. Ja, was denn? Mini-Zip. Ah, ja, genau. Oh, weh. Ja, alles ist gut geworden. Was? Alles ist gut geworden? Gar nichts ist gut geworden. Fahr mal raus aus dem Heim. Du fährst aus dem Heim nicht raus, weil du dich Heim nicht interessierst. Mir gut. Ja, aber ich interessiere dich, was draußen ich aus dem Heim ist. Ich weiß, was da draußen los ist. Was weißt denn du, was los ist? Weiß ich. Was ist los? Das darf man ja nicht sagen. Was darf man nicht sagen? Alles darf man sagen. Die Ausländer. Ach so, das darfst du nicht sagen. Ja, die Ausländer. Es gibt nur mehr Ausländer als Inländer. Dieses Gesindel, dieses dreckige Herz. Beim Eurospar kann man nur mehr an Ausländer rumkaufen. Ich weiß. Und weißt du, welche die Schlimmsten sind? Ja, die Deutschen. Ja, die Deutschen, ich rede ja von den Deutschen. Dieses Gesindel, dieses dreckige deutsche Gesindel. Null Respekt. Sie zeigen keinen Integrationswillen. Ja, gar nichts integrieren sie sich. Sie lernen unsere Sprache nicht. Glaubst du, keiner Deutsch, die Piefke? Keiner von denen. Der lebt seit 30 Jahren in Österreich und sagt immer noch, ich muss mal gucken. Was will er? Gucken will er. Gucken? Gacken kann er aber gut. Ich mag's nicht, die Deutschen. So. Ich mag's nicht. So. Ich hab einen Grund. Weiß für Gott. Damals, wie die ganzen deutschen Studentinnen und Studenten unsere Universitäten überschwemmt haben, da haben meine Kinder, meine Bauchsäulen, die haben alle keinen Studienplatz gekriegt. Kein Österreicher mehr. Keinen Platz gekriegt. Beruhig dich bitte. Meine Kinder haben nicht studiert. Beruhig dich, Gernot. Beruhig dich. Ganz ruhig, Gernot, ganz ruhig. Ruhig, bleib ruhig. Bleib ruhig, beruhig dich doch endlich. Du Trottel hast ja gar keine Kinder. Na, ich hab nie welche gehabt. Du hast keine Kinder, einen schwulen Pudel hast du mal gehabt, aber Kinder hast du. Der Fonsi. Ja, das war eine Seele von einem schwulen Pudel. Der war leer. Und so musikalisch. Musikalisch? Der tanzt hat er immer, der Fonsi. Freitag. Aber nur mit anderen Rüden. Ja, das war ein herzensgutes Tier. Vermisse ich. Alles ist gut geworden. Ja, weil du eine Pulizitin-Überdosis hast, aber was ist denn gut geworden? Schau dich doch um in der Welt, lese mal die Zeitung, schau mal die Nachrichten, wie die Menschen miteinander umgehen, was für gesellschaftliche Werte ist. Gernot? Ja? Nichts ist mehr so, wie es früher einmal war. Früher habe ich keinen Rollstuhl gebracht. Wer redet von deinem Rollstuhl? Das geht mir so auf die Nerven. Ich? Dein Rollstuhl geht den Leuten am Arsch vorbei. Der rollt den Leuten beim Arsch vorbei.
Alles ist gut geworden. Nein, es ist nicht gut geworden. Alles ist gut geworden. Schrecklich ist es in der Welt. Mir gefällt's. Heutzutage ist alles anders. Ja, heute brauche ich einen Rollstuhl. Na, der mit seinem Rollstuhl, du gehst besser auf dich. Jetzt, Michael, führst du mich wieder auf meinen Sonnenplatz, weil es ist nicht mehr so intensiv. Ja, jetzt mach eine Pause. Jetzt führst ich mich. Muss ein kleines Mützchen machen. Du hast gesagt, du wirst mich immer führen. Ich führe dich in 10 Minuten, Hilfe! Über Rohr. Hilfe! Jetzt rehe ich da gleich wieder. Ich ja, ich komme ja schon da zu dir. Danke. Bremsen, du gehst mir so am Arsch. Was hast du gesagt? Gar nichts. Ich sehe doch, dass ich du redest. Ich habe die Lippen bewegt, geht weil ich atme. Was ist das? Ich muss Lulu. Michael! Was? Da stellst du dir den Wecker? Ja, ich spür's nicht mehr, ich brauche ein akustisches Signal. Nein, kann eh gehen. Ich mache das nur für den Michael. Für mein Wutzal. Ja, damit er sich ein bisschen bewegt, der Michi. Nein, das tut ihm gut. Der schaut ja viel besser aus als vor 30 Jahren. Das mit Lulu, das dauert wirklich lange bei ihm. Da spüle ich inzwischen eine Partie Tennis mit dem Wittersäck. Da bin ich rechtzeitig wieder da. Na ja. Was ist? Na, entschuldige, nichts. Ich habe nur gerade überlegt, weil wir jetzt diese alten Herren gespielt haben. Herrlich, oder? Na ja, herrlich. Glaubst du, wir werden so alt? Du, es bestehen die Chancen. Das Durchschnittsalter wird jedes Jahr höher. Ja. Über Vision. Also entweder bei bester Gesundheit oder bei gnädigem Vergessen. Freust dich schon, wenn du mich nicht mehr erkennst? Ja. Aber es ist ja wurscht, wie alt man wird. Verstehst du, am Schluss ist es aus. Weißt du, was ich meine? Das ist, halt das ist aber eine ganz neue Erkenntnis. Nein, ich weiß schon, dass es keine neue Erkenntnis ist. Oh, sage, jetzt ist er über 40, jetzt muss er über das Sterben ja, sage ich ja den ganzen Abend schon. Nein, ist, ab 40 hat man Angst vorm Sterben. Ich habe Angst vorm Sterben. Das ist aus, man existiert nicht mehr. Michael. Nichts existiert. Nein, das ist ein Klassiker. Menschen in unserem Alter, immer denken sie darüber nach, was war vorher, vor der Geburt, was wird nach dem Tod sein. Das ist nicht weil das es Wichtigste. Genau darum geht. Nein. Es geht daher, woher kommen wir, wohin gehen wir? Was können wir beeinflussen? Die Zeit zwischen diesen beiden Punkten, Geburt und Tod, das Leben, da befinden wir uns. Das ist wichtig. Nicht dann nachdenken, was war vorher, was wird nachher sein. Werden wir schon sehen. Außerdem habe ich vor dem Tod wesentlich weniger Angst als vor der Geburt. Wesentlich. Bitte? Ich habe mehr Angst vor der Geburt als vor dem Tod. Ja, aber die Geburt ist vorbei. Ich weiß nicht, ob das schon wer gesagt hat. Aber ich habe eine sehr unmittelbare Erinnerung damit verbunden. Bitte? Schau, der Tod. Der wird von vielen Menschen mit einem Lächeln willkommen geheißen. Die Geburt ist zu 100% traumatisch. Kein einziger Mensch ist mit einem lachenden Glucksen zur Welt gekommen. Alle blären's. Warum? Weil es schrecklich ist. Ja, aber es ist ja vorbei. Ich war doch dort vor kurzem. Ich will auch das rauchen, was du rauchst. Michael. Nimmst du Drogen? Nein, was heißt, du warst nein. Kurz vor meine Freundin hat mich da drauf gebracht. Auf was? Rückführung unter Hypnose. Nein. Sensation. Ich verehre dich wirklich? Ja. Wie war das? Ich war dort, ich war in meiner pränatalen Phase, ich war im Bauch von meiner Mama. Wie ist das? Und ich war bei der Geburt dabei. Wie ist das im Bauch von der Mama? Wie ist im Bauch von der Mama, Michael, das Schönste, was du dir vorstellen kannst. Allumfassende Geborgenheit, Zärtlichkeit. Weißt du, du fühlst dich so sicher, das Baby, das schwebt ja da, wie im schwerelosen Raum. Vollpension, nicht? All inclusive. Hängt bei der Mama dran und wünscht dir, dass das nie vorbeigeht. Aber plötzlich geht die Tür auf. Stell dir vor. Es geht die Tür auf. Und dann greift noch einer rein und zart die am Schädel ins Freie. Was glaubst du, wie es dem Baby geht? Es hat Panik, eine Beleuchtung auf einmal wie bei einem Flutlichtspiel in einem Stadion. Wild fremde Leute, ein so ein Murstrum-Schädel taucht vor dem Baby auf. Dein Vater. Wieso war mein Vater bei deiner Geburt, das verstehe ich? Jedermanns Vater. Ach so, generell machst du jetzt. Und das Baby hat Angst und es hat Grund, Angst zu haben. Wieso? Das ziehen sie an den Füßen in die Höhe. Jemand klopft hinten am Popo drauf. Das Baby schreit, es protestiert, aber keiner hört hin. Mutwillig durchtrennen sie die letzte Verbindung zum geliebten Muttertier und schneiden die Nabelschnur ab.
Dann gibt es ja sicher irgendeinen Lustigen und sagt dann, hiermit erkläre ich das neue Baby für eröffnet. Oder so irgendwas. Sehr lustig. Gratuliere, es ist ein Österreicher. Was haben sie denn bei dir gesagt? Ich hab's nicht gehört, ich war eine Steißgeburt. Geh her. Was? Ich war wirklich eine Steißgeburt, ich hab meine Mutter gefragt. Du warst andersrum? Ja, ich bin andersrum auf die Welt gekommen, ich weiß auch nicht. Ich hab wahrscheinlich mir damals schon gedacht, damit sie gleich alle wissen, dass wir in den Arsch lecken können. Weißt du, was ich meine? Ein grober Mensch. Naja. Ein überhaupt ein grober Mensch. Da. Du wahrscheinlich, wenn sie gesagt haben, wie sie dich erblickt haben, wenn sie gesagt haben, look, the Prince of Persia. Und du wirst gesagt haben, naja, wir werden einfach keine Antworten finden auf diese Frage. Wir werden die Antworten finden und du hast die besseren Chancen zum Beispiel als viele andere. Wieso? Durch die Tatsache deiner Geburt und wie du deine Herkunft. Mich nicht, was na, wie du deine Herkunft zurückführen kannst. Michael, ich weiß. Du hast ein Geschenk, weil sich in dir zwei Welten vereinen. Hm. Orient, Okzident, Morgenland, Abendland. Ach so, du meinst Schnitzel, Kebab. Ja. Yeah. Schaumrolle, okay, Baklava, ja. Alles durchmengt sich. Ja. Unsere Kultur und die persische Kultur. Ja, das ist schon toll. Ihr wart ja vor uns dran. Quasi. Ja, was heißt vor euch? Entschuldige, aber wir Perser haben 7000 Jahre Kultur. Na, angeben braucht ihr das. Ja, das ist wieder typisch, ja, aber das hört man nicht gern da in Europa. Ja, aber ich sage euch was. 7000 Jahre Kultur, ja? Da war bei euch noch gar nichts. War bei uns schon der erste Teppich ausverkauft. Ja, ist ja wahr. Aber natürlich, 7000 Jahre Kultur. Natürlich. Warum sagst du jetzt wir Perser? Weil wir Perser, was soll ich sagen, wir Chinesen. Nein, aber zum Beispiel die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Dass du kein Perser bist. Entschuldigung, ich muss was richtig stellen. Perser ist immer Perser, egal wo man geboren ist, egal welche Nationalität. Perser ist Perser. Entschuldigung, ich muss was richtig stellen, das stimmt nicht. Wieso? Nein, da gibt es ganz klare Strukturen. Was du bist in diesem Land geboren worden. Ja, aber ich bin ja Perser. Nein, du warst nicht einmal eine Sekunde lang in deinem Leben Perser. Dein Papa Perser ist Perser. Du bist ein Österreicher, ein Kind der zweiten Generation mit Migrationshintergrund. So ist das exakt. Oh ja, das geht mir auch so am Arsch. Ich brauche keinen Migrationshintergrund, weil ich im Vordergrund eh schon Perser bin. Was ich meine? Nein, Michael, du bist genauso wie ich, ein Kind der zweiten Generation mit Migrationshintergrund. Hallo, Entschuldige, du bist was? Ich bin ein Kind der zweiten Generation mit Migrationshintergrund. Du bist ein Kind der zweiten Generation. Genau wie du. Jetzt schleim dir nicht ein bei mir, du links-linkes Gesindel. Wo bist denn du ein Kind? Ich werde jetzt was sagen. Von Wöllersdorf nach Wien ist kein Migrationshintergrund. Na ja, gerne. Na ja. Na. Was? Weißt du, was eine Softzart, wenn das Hüter da dran zu ist? Da glaubst du, du bist vom Hindukusch, wenn du nicht in den Favoriten reinfährst. Nein, zweite Generation, wo bist du zweite Generation? Was? Wir sind hier geboren, waren unsere Väter aber nicht. Ja, das weiß ich gar nicht, wo ist dein Vater geboren? Ja, ich tu nicht so wie du dann damit hausieren gehst. Ich hausiere nicht, ich bin stolzer Perser. Was, wo ist dein Vater geboren? Im Ausland wahrscheinlich, wenn ich das so dazu, oder? Ja, aber wo? In Znaim, Tschechien, Znojmo. Entschuldige. Ach so. Na ja, was? Das geht ja nicht. Was hast du? Ah, das ist ja keine Migration. Entschuldige, das kann ich ja nicht wissen, da kann man durch. Ihr erklärt das gern. Was? Die Definition von Ausland ist außerhalb des Inlands. Deswegen ist das wurscht, ob das Tripolis, Teheran oder Znaim ist. Nein, das ist nicht wurscht, Gernot, weil welcher Österreicher ist kein Tschech? Weißt du, was ich meine? Darum geht's. Man muss hier irgendwann ankommen, darum geht's ja. Nein, ich brauche nicht ankommen, ich war immer schon da. Ja, dann sag, ich bin Österreicher. Nein, ich bin ja Perser, ich war immer schon als Perser da. Da geht man auf die Nerven. Was geht dir denn da auf die Nerven? Entschuldige, außerdem, aber von Znaim nach Wien ist doch kein Migrationsschicksal. Was habt's da, was habt's da? Na, mach dich nicht lustig. Nein, ich mach mich nicht lustig, aber was? Mein Vater war Flüchtling. Nein. Asylsuchender. Na, aber klassisch. Nein, ich brauche ein Taschentuch, ich muss kein Wein. Per Definition. Er musste flüchten von Znaim nach Wien. Ja. Haben sie ein Taxi nehmen müssen, oder was? Also, entschuldige. Michael, das macht dich nicht lustig. Das ist wirklich... Entschuldige, das war jetzt leid. Jetzt habe ich das... Ist das jetzt echt, oder was, dass du... Nein, natürlich ist das echt. Entschuldigung, dann erzähl. Ich wusste das nicht gerne, erzähl. Mein Papa ist... 1934 geboren worden, in Znaim, Tschechien, und war bei seiner Geburt tschechischer Staatsbürger. So wie jedes Baby auf dieser Welt hat er sich seine Nationalität nicht aussuchen können. Weil immer alle so stolz sind, wo sie her sind. Ah, ich bin ein Dresdendaler. Das ist ein verdammter Zufall, wo man auf die Welt kommt. Mein Papa war zufällig ein Tschech.
Und ein paar Jahre später war er auf einmal Reichsdeutscher. Hat er sich auch nicht aussuchen können. Er hat sich auch nicht aussuchen können, dass sein Vater, mein Großvater, ein Volltrottel, ein Vollidiot war. Wieso? Weil der ein Tscheche war zu 100%, aber deutscher als die deutsche Besatzung. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Voll Nazi, meine Oma hat sich eh scheiden lassen. Trotzdem gab es die Sippenhaftung nach dem Krieg. Meine Oma und mein Papa in dieses Land Österreich hineingeworfen worden. Ohne Nationalität, ohne Papiere. Ja? Und sie waren in diesem Land Österreich nicht willkommen. Dort keiner gewartet auf die. Und sie haben monatelang nichts zu fressen gehabt. Und wenn mein Papa als kleiner Bub nicht irgendwo auf den Feldern ein paar Erdäpfel mitgehen hätte lassen, dann wäre die Familie verhungert. So lustig ist das. Tut mir leid. Da du immer nur Austern, aber nicht nachdenken. Wenn es mir wirklich leid tut. Ich habe das ja nicht gewusst. Ja, das ist ja nie erzählt. Ja, Flüchtlinge. Asylsuchende. Ja. Das wusste ich nicht, dass dein Vater, wenn der nicht ja, dass die verhungert wäre, die Erdäpfel, dass die Flüchtlinge gerettet waren und dass die. Ja, aber da hast du es wieder. Was? Komm, seid's da, fladern's gleich einmal Erdäpfel. Richtig! Nein, ist ein blöder Schmäh. Nein, ist ein blöder Schmäh. Es war nur wegen der Wuchtel. Okay, also hast du auch ein Migrationsschicksal. Das ist ein Unterschied, weil wir Perser natürlich aus dem Orient hierher geflüchtet sind. Wir Perser, dein jetzt? Papa, das war kein Flüchtling, das war ein lustreisender Tourist. Ein trauriger Tourist, den haben sie rausgehauen aus Persien in die 60er Jahre. In die 60er Jahre war es politisch komplett ruhig im Iran. Wer hat ihn rausgehauen? Seine Eltern. Hat er was angestellt gehabt? Haschisch gemacht mit 15, jetzt haben sie nach Europa strafversetzt, er gleich nach Amsterdam. Ja. Und dann nach London, hat er mal erzählt. London, dann nach Berlin. Wien. Und in Wien hat er deine Mama kennengelernt. Ja. Und hat sie lieben gelernt. Und 43 Jahre später steht diese gewaltige Frucht dieser Liebe auf der Bühne und sagt zum Bläschen wie, ich bin Perser. Ich bin ja Perser. Ich habe die Kragen oben und die Fransen unten. Ich bin Perser. Baba Koskesch, ein Perser ist immer Perser. Egal wie viel Gene, weiß ich nicht, amerikanisch, Perser ist immer Perser. Du bist kein Perser. Oh ja, ich bin ein Perser. Das hat nichts damit zu tun, dass meine Mutter Österreicherin ist. Ist ein Perser ist immer Perser. Deine Mutti wird sich in den Schlaf weinen. Ach Gott, was ist das? Deine Mutti ist geboren an dem berühmten Teheraner Vorort Hitzing. Zu 100% Österreicherin. Mit Mädchen namens Svoboda. Und du sagst, ich bin Perser. Svoboda ist ein altiranischer Name. Das ist tschechisch. 500 vor Christus gab es den berühmten Kaiser Xerxes. Gustl Svoboda. Und der hat... Ist das so schwer? Michael, sag einfach, ich bin Österreicher. Ich bin kein Perser. Ich bin kein Perser. Du bist kein Perser. Ich bin kein Perser. Keiner. So, müssen wir den Franzen sehen? Ja. Jetzt schaut es auf. Schaut es auf. Tu das weg. ای خانم گل برام سخت تحمل قدمات روی چشمام بیا به این ور پل از این گوشه دنیا تا آن گوشه دنیا چشم بسته برات پل خانم گل ای خانم گل از این روز که جدایی منو به گریه انداخت برات بارون چشمام گل رنگین کمون ساخت خانم گل ای خانم گل برام سخت تحمل قدمات روی چشمام بیا به این ور پل یادت که می افتم می لرزه دل و دستم هزار داد می زنم داد هنوز عاشقت هستم یه روز تو باغ پاییز تو رو تکیده دیدم زدی ریکش تو قلبم تو رو به جون خریدم من از خرابه دل برات گل خونه ساختم بهار رو با تو دیدم به روی گل شناختم خانم گل آی خانم گل برام سخت تحمل قدمات روی چشمام بیا به این وره پل بهار وقتی بهاره
که بوی تو رو داره مگر نه مثل هر سال هنوزم انتظاره دلم امیدواره اگر چه گله داره که برگردی دوباره روزا رو میشماره میدونم که تو امروز پشیمونتری از من بیا که دیر فردا واسه به هم رسیدن خانم گل ای خانم گل برام سخت تحمل قدمات روی چشمام بیا به این وره پل از این گوشه دنیا تا آن گوشه دنیا چشم بسته برات پل خانم گل ای خانم گل 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 Meine Damen und Herren, Viktor Gernot, Michel Liebermann. Unsere Oma! Meine Damen und Herren, Felix Dvorak! Ja. Ja, das war's. Schleichzeug. Wir haben eine Zugabe prinzipiell im Programm. Ach so, ja. Mit der haben wir wirklich noch jeden Saal leer gespielt. Also wollt ihr überhaupt noch eine Zugabe, oder? Ja. Sehr gerne. Sehr gerne. Meine Damen und Herren, es ist ein uraltes Lied, ein Schlager, ein orientalischer Schlager. Der Hauptsänger heute ist Vico Persiani. Und Sie und ich und du, wir sind der Chor. Wir unterstützen den Michael. Ja. Und wir singen gleich Folgendes. Ich muss nur kurz meine Gitarre aufnehmen und stimmen. Michael, du könntest inzwischen mit deiner berühmten Pantomime das Publikum unterhalten. Das war's schon. Ja, also Sie singen bitte mit dem Gernot gemeinsam. Sag mal, wie stimmst du? Ich hab da unten ein Stimmgerät. Ja, aber das macht am Boden. Ich sehe besser, als ich höre. Deswegen wird es da unten. Ja, und jetzt? Sie singen mit dem Gernot gemeinsam. Ich glaube, Sie können gleich mitsingen. Ja, Sie singen gleich vorgerät. Mit mir mit. Wir proben das. Dai, 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 dai. Na, gut, der Donut. Donut ist... Dai 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 Ja, das ist ein bisschen verschreckt, weil es gefilmt werden wahrscheinlich. Ja. Das ist, Und während des Verses singen wir auch immer Im Café Oriental oder Das Café Oriental oder Ins Café Oriental. Und Sie müssen da so blöd singen und so blöd auch schon wieder dabei, ja? Sind Sie bereit dazu? Meine Damen und Herren, willkommen im Café Oriental. Ja. Geht 3, 4. Dai 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 dai. Sehr schön. Dai 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 dai. Was ist das? Das ist ein Vorspiel, das kennst du nicht. Im Orient gibt's ein Lokal. Das Café Oriental. Jeder Scheich war schon einmal im Café Oriental. Dies Lokal ist ein Magnet. Dort gibt's Frauen ohne Zahl. Und wer sowas sucht, der geht ins Café Oriental. Dai 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 dai. Eine war besonders schön im Café Oriental. Sie sah aus wie die Lorraine im Café Oriental. Herrlich war ihr Dekolleté. Sie war schlank und so schmal und war braun wie der Kaffee im Café Oriental. 3, 4. Hey, 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 hey. Dance. Ich ging lächelnd auf sie zu im Café
Oriental. Ich bat sie um ein Rendezvous im Café Oriental. Doch kaum war ich in ihrer Nähe, flog ich raus aus dem Saal, denn ihr Mann war der Portier vom Café Oriental. Hey, 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 hey. Dance. Nur noch eine Strophe, es dauert nicht mehr lang, gleich ist vorbei. Doch weil ich so gerne bin, im geh ich morgen wieder hin. Ins. Aber lacht mich eine an, frag ich erst sie einmal, sagen sie, haben sie einen Mann. Im Ekstase. Hey, 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 hey. Dance, 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 dance,